Folge 204 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. This is fake news. It's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen? Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed and ignore the talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Wake up! Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulzzug noch? Schulzzug noch? Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulzzug fährt noch? Ja! Klar! Bin ein Zauberer! Bin ein Zauberer! Bin ein Zauberer! Guten Morgen! Hannelore. Thilo ist heute als Hannelore eingebucht hier. Ja. Hannelore. Du bist der Gewinnertyp des Podcasts und ich bin der Verlierertyp des Podcasts. Oh. Also im Horse Race Jargon gibt es da nur Gewinner und Verlierer. Und was macht uns beide jetzt zu Gewinnern und Verlierern? Wir sind doch keine Politiker. Keine Ahnung, wir sind auch Podcaster. Achso. Irgendein Hörer wird schon einen Grund finden, warum wir heute Loser sind. Na gut, Hannelore. Lesen wir erstmal die Danksagung unserer Gewinnerhörer vor. Keine Präsentatoren, aber Marc unterstützt uns. Johannes produziert mit 50 Euro. Aufwachen und zum Gipfel der globalen Solidarität kommen. Solidarity-summit.org. Also, wir informieren uns da auch. Stefan, Christian, Daniel, Kai, Bernhard, Patrick, Sebastian. Zu meinem Geburtstag beschenke ich euch mal auch für die geleistete Arbeit und das ab jetzt monatlich. Grüße, Sebastian. Dankeschön. Peter, Yvonne, Peter, Paul, Felix, Maria schickt 50 Euro. Ralf, Steffen, René, Roland, Robert, Anna, Markus, Holger, 50 Euro. Liebe Grüße von Oma Erna. Nee, die gehören natürlich zu Maria, dieser kleine Gruß. Simon, Koray, Jens, Jan, Marcel, Robert, Alexander, Kai, Kerstin, Lars, der spendiert auch 50 als Produzent. Kennt ihr Stefan Lessenich und seinen Versuch, eine neue Partei in Bayern zu gründen? Scheint mir lohnenswert, sich darüber zu informieren. Okay, kommt auf die Google-Suchliste. Gucken wir nachher mal nach, oder? Alexa, wer ist Stefan Lessenich? Darauf habe ich leider keine Antwort. Naja, wie immer. Bastian, Daniel, Sandra, 45 Euro. Grüße an eure größten Fans Specki und Schlecki. Na dann, Grüße an euch. Stefan, Thomas, Christian, Leon. Becky und Lecky, das erinnert mich an den WDR-Jingle, den hat uns auch jemand geschickt, nämlich von Hanni und Laschi. Ja, das sind Hanni und Laschi. Hanni und Laschi. Mal sehen, wer gewinnt. Sie reiten geschwind, weil bald Wahlen sind. Ja. Es gibt auch andere Podcast-Kollegen, die auch geile Sachen machen. Sehr, sehr gut. Anonym, Nils, Stefanie, Axel oder Stefan? Vielleicht steht jetzt nur Stefanie. Ich habe ein E vergessen oder ein I zu viel geschrieben. Ich trage das nach. Axel, Franziska und Julian. Julian schreibt, ich bin wieder dran, etwas zu schicken, damit mein 1 Euro pro Episode-Ziel irgendwie auch aufgeht. Schade, am 14. Juni kann ich leider nicht mit nach Brühl, sage ich gleich was zu. Aber dafür an der Stelle kurz zwei Kommentare. Regelmäßig wird die Länge der Episoden kritisiert. Da ich dazu wenig Widerspruch höre, möchte ich gerne sagen, dass ich mich auf jede Sendung über 2,5 oder 3 oder gar 3,5 Stunden freue. Besonders freue, sagt er sogar. Regelmäßig wird Stefan als überheblich und so weiter kritisiert. Da ich auch dazu wenig Widerspruch höre, möchte ich gern festhalten, dass er aus meiner Sicht in vielen Themenbereichen einfach beeindruckend kompetent ist und man in diesem Kontext Souveränität, auch wenn sie einmal genüsslich ausgespielt wird, doch bitte nicht als Hochmut missverstehen soll. So eine vulgär moralisierende Performanzkritik produziert übrigens nichts weiter als neue Sprechpuppen. Das stimmt. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Das hier ist nicht der Sprechpuppen-Podcast, sondern es ist der Arroganz-Performance-Podcast. Sprechpuppen-Podcast läuft montags, liebe Leute. Und mittwochs. Und freitags. Genau. So, 14. Ich verrate jetzt nicht wo. Ja, ja.
14. Juni ist Taron-Tag, hat die Abstimmung im Forum ergeben. Mit dabei sind wohl laut Abstimmung Xela, Sascha, Nicole, Anthony, Loboho, Feinersaft, Imo und Fran Tassel. Natürlich schöne, alles schöne Abkürzungs- zusammengefasste Namen oder gleich Synonyme. Und ich freue mich sehr. Das genaue Prozedere machen wir dann die Tage vorher aus. Also wer am 14. Juni Zeit hat und nach Brühl, das ist bei Köln und Bonn in der Ecke, kommen kann, wir fahren dann gemeinsam Taron, die spektakulärste Achterbahn der Welt. Im Phantasialand. So viel dazu. Liegt übrigens in NRW, dieses Brühl. War irgendwas mit NRW? Wochenende? War irgendwas mit NRW? Ich war in Rheinland-Pfalz. Warum? Nur so. Also, was ist mit NRW? Das hat mir das ganze Wochenende nicht versaut. Also, meinen ganzen Sonntag. Wie? Warum? Die Wahl hat dir die Laune versaut? Ja, weil es einfach nur so scheiße war alles. Also, die Berichterstattung war scheiße. Gestern Abend haben die noch einen Brennpunkt gemacht, als ob es einen SPD-Terroranschlag gegeben hat. Ja, ach so, ich dachte, der Brennpunkt wäre für Macron in Deutschland. War das für NRW noch? Nein. Ach so, gut. Ja, gucken wir auch noch. Na gut, steig lieber ein, bevor Peter anruft und sich beschwert. Ja, das macht er, glaube ich, so oder so. Der hat glaube ich, wieder getrunken heute. Ja, wir bezahlen den nicht zu trinken. Na gut, mal gucken. Also in, NRW. In seinem Arbeitsvertrag steht nicht drin, dass er nicht am Arbeitsplatz rauchen und trinken darf. Oh, da müssen wir das einschreiben, oder? Geht ja auch nicht für mich. Ja, oder willst du mal rangehen, Thilo? Sag mal hallo. Hallo? Ja, was habe ich hier gehört mit Alkohol und so? Ja, Alkohol. Ist okay. Steht nicht drin, Thilo hat recht. Also hier weitermachen. Okay, alles klar, ciao. Ah, gut, tschüss. Okay, NRW, was ist jetzt mit NRW? Bei mir auf dem Zettel steht, SPD und Grüne bitter abgestraft, insbesondere Grüne. Silvia Löhrmann war Kultusministerin. Top-Thema, weil es ging ja nicht um die Bundestagswahl, es war ja eine Landtagswahl. Schulpolitik, aha. Die Grünen also noch krasser abgestraft als die SPD eigentlich inhaltlicher Natur. Wählerwanderung. Oder willst du irgendwelche Clips spielen? Eine Menge. Okay, wir gehen mal kurz hier die Wählerwanderung. Wählerwanderung fand ich ja spektakulär, weil ich habe nichts geguckt. Aber ich nehme mal an, Wählerwanderung war auch ein Top-Thema, oder? In Nachrichten? SPD-Wähler. Ja, da habe ich jetzt nichts mitgebracht. Okay, ehemalige SPD-Wähler gingen zur CDU. Mehr als die Hälfte der SPD-Abgänger wählten CDU. Das sind Erfolgswähler. Die wählen an dem Sonntag einfach nur die Partei, die dann am Ende gewinnt. Ja, wir können auch medial. Weil medial letzten Wochen, auch hier CDU-Gewinner, gut, dann wähle ich mal lieber CDU, weil dann kann ich gesagt haben, oder kann ich sagen, ich habe die gewählt. Haha. Ja, also das sind nicht nur Erfolgswähler, sondern es sind auch Wähler mit einem Scheuklappen. Bedingtermaßen 60 plus, ja. Also die Generation 60 plus, sagen wir so, die Generation 70 plus hat zu 81% entweder CDU oder SPD gewählt. 81%. Dann nochmal 12 SPD, also da kann man ungefähr sehen, ja. 94% haben das Abstimmungsverhalten der letzten 30, 40, 50 Jahre in NRW reproduziert. Da fand dann die riesige Wählerwanderung auch statt. Wir können am Ende des ganzen NRW-Segments, wenn wir auch Martin Schulz nochmal hören, wir können erklären, warum die SPD die Bundestagswahl verliert. Ja, das erklären wir heute ganz, ganz, ganz tief und breit. Also, nicht nur an der NRW-Wahl, sondern auch an der Nachrichtenwoche letzte Woche. Und da brauchen wir uns einfach nur vor Augen führen, dass die Hälfte der Wähler im September über 50 ist. Ja. Und behalte das im Kopf und dann werden wir das begründen. Ja. Wollen wir einsteigen? Na warte, Wählerwanderung ist noch ein paar Punkte hier. Die FDP, fast ein Drittel der SPD, der neue FDP-Wähler kam von der SPD. Linke, gerade mal ein Zehntel, ja. Also es gibt gar keine Wählerwanderung von SPD zur Linke, sondern die SPD hatte nie linke Wähler, sondern das waren im Grunde immer schon... Das muss man auch sagen, ja, die CDU war nie so schlecht wie jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen, ja, die letzten beiden Wahlen. Also zweitschlechteste CDU-Ergebnis. Ja, genau, und das schlechteste ist erst 4, 5 Jahre her. Also in der Hinsicht, es gab da nie eine linke Mehrheit oder so, das war alles nur Fake, im Sinne von, die SPD war nicht ganz CDU, aber unverwechselbar im Grunde. Die CDU hatte fast 500.000 Nichtwähler mobilisiert. Ein Drittel der Neu-SPD-Wähler
Und die SPD hat jetzt ein echt schlechtes Ergebnis, ja. Also die, die jetzt noch zur SPD kamen, kamen von den Grünen. Das nennt man Rot-Grün-Kannibalismus. Naja, krass also. Es gibt, na gut, lassen wir mal bei der Wählerwanderung. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder den gleichen Scheiß mitbringen wie letzte Woche von Schleswig-Holstein. Also ich habe mir gespart, irgendwelche Schulzug und bla 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 Mashups noch zu machen. Aber ich habe mir trotzdem nicht nehmen lassen, damit wir uns noch einmal bis zur Bundestagswahl, weil wir werden jetzt 4 Monate lang keine Wahlberichterstattung haben, einmal machen wir noch das Intro vom ZDF inklusive Horseland. Sind Pferdefreunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, breiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Ja, das war eine Kurzfassung. Die Pferde, die zur Wahl standen, Gewinner und Verlierer waren. Und das ZDF hat uns dann mal vor der Ergebnisverkündung mal wieder einen Einspieler geliefert und haben sie sich tatsächlich mal um Menschen in NRW gekümmert. Davon gibt es ja mal 16 Millionen, ne? Ja, und haben mal nachgefragt, was sind dann eure Wahlkampfthemen gewesen oder die Themen gewesen, die wir euch vermittelt haben, die eure Themen sein sollten. Und ich habe das mal rausgesucht. Nordrhein-Westfalen steckt im Investitionsstau fest. Das macht viele rasen. A1 ist ja wohl die Hölle. Also sowohl A1 als auch A3. Meine Freundin kommt aus Leverkusen. Da kann ja gefühlt kein Mensch fahren. Ich fahre jetzt mit dem Zug, ja. Ist auch nicht so ganz, aber... Wir kommen gut durch und rollen inzwischen quer durchs Revier. Schächten und Schächte gibt's kaum noch. Stattdessen ballen sich im Pott auf engstem Raum die großen Fragen und Probleme. Wie kann Integration gelingen? Was tun gegen Arbeitslosigkeit und Armut und gegen Kriminalität? Nirgends wird so viel eingebrochen wie in den Städten NRWs. Außerdem. Ach ja, die Musik kommt nicht von mir. Im ganzen Podcast. Ja, im ganzen Podcast kommt keine Musik von mir. Fürchten sich viele vor Dieben und Übergriffen und würden sich sicherer fühlen mit mehr Polizei. Ab abends 20 Uhr ist schon hier sehr gefährlich, ne? Was ich jetzt so von anderen Leuten auch schon mal gehört habe, ne? Die Schulen stöhnen über Inklusion. Kinder mit und ohne Behinderung lernen in denselben Klassen. In der Praxis funktioniert das nur mangelhaft. Weil es zu wenig Lehrer gibt, die Klassen dann zu groß sind. Es zu wenig Sozialpädagogen bzw. Sonderpädagogen auch noch gibt. Hat er das gerade geraten, oder? Hm. Einfach mal auf der Schule, auf der Straße ansprechen. Ja, glauben Sie, die Klassenzimmer sind zu klein? Ja, sie sind viel zu klein. Also, kommen sie alle ins Brabbeln. Also ich habe an dem Abend, am Sonntag, mir insgesamt 6 Stunden ARD und ZDF angeguckt. Ging ja jeweils... Allein die Wahlkampf- oder Wahlberichterstattung um 18 Uhr ging jeweils 2 Stunden. Dann gab es ja noch Talkshows, gab es gestern noch einen Brennpunkt. Dann danach, nach dem Brennpunkt, gab es sogar noch Farben erkennen mit Martin Schulz. Naja. Dazu kommen wir auch noch. Aber Tina Hassel ist ja wirklich die Beste der Besten in Berlin, im Hauptstadtstudio. Und die hat eigentlich schon gewusst, bevor das Ergebnis feststand und feststeht, wie die Losung nach dem Ergebnis ist. Tja, Frank, für Martin Schulz, der ja angetreten war als Retter der SPD, als Mr. 100%, geht es jetzt wirklich um alles oder nichts. Sollte sich die Serie der Niederlagen fortsetzen, sollten die Sozialdemokraten heute das 0-3 kassieren, dann wäre das ein politisches Erdbeben, von dem sich die Partei nur schwer erholen dürfte. Morgen auf der SPD-Vorstandsklausur könnte es zu erheblichen Turbulenzen kommen. Wow.
Turbulenzen, Erdbeben, also alles das, was sie im Vornherein schon hervorgeholt haben, ist dann auch am Ende eingetreten. Ja. Ich frage mich, warum sie nicht, ich meine, wir haben das Wahlergebnis hier vorausgesagt, Jörg Schönenborn hat 18 Born. Uhr, Schönenborn hat 18 Uhr einen Text in seinem Blog online gehabt, in dem alles Relevante drin stand, auf 5 Absätzen. Warum tut Tina Hassel hier noch so, als würde, hätte sie News oder so, ja? Finde ich auch mal so, oh, jetzt wird es aber echt eng und so, Die wissen ja eigentlich auch schon vorher, wie das Ergebnis ein paar Minuten später ist. Ja, die haben so ab 16 Uhr oder so, haben die Zugriff auf das Ergebnis. Die wissen dann genau, die könnten im Grunde 18 Uhr ein fertiges Programm für eine halbe Stunde, in der alles drin und dann weiter mit Marienhof oder so, ja. Nee, dann weiter mit Lindenstraße, aber dazu kommen wir später. Lindenstraße, ja. 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 Aber sie wollen halt kompetent wirken und quasi im Vornherein schon so tun, als ob sie voraussagen können, wie die Diskussion in den nächsten Tagen danach ist. Ne? Sie wollen die Fragen anstoßen. Ja. Okay. Apropos Fragen anstoßen, Bettina Schausen hat mal wieder unseren Lieblingspolitikwissenschaftler Herrn Korte in der Sendung. Und das ist nicht nur ihr Lieblings, das ist der einzige, den sie kennen. Ja, ja. Und der ist, und das haben wir ja schon mal gesagt im Podcast, er ist nur dazu da, um Bettina Schausen zu bestätigen. Und ich habe das jetzt mal zusammengeklippt, damit uns allen das klar wird. Hier kämpft Hannelore Kraft nicht nur für sich, auch für Martin Schulz, oder? Eindeutig. Wenn das hier gelänge, wäre das ein Sieg natürlich für Armin Laschet, auch einer vor allem für Angela Merkel. Ja, kann man so sehen. Es bleibt in jedem Fall schwierig für die Grünen im Bundestagswahl. Also Schwung hier zu nehmen, ist schwierig. Sehr schwer. Der Jo Gröbel der Politikberichterstattung. Ja. Hat nur nicht ein digitales Institut, sondern vielleicht ein politisches Institut. Aber ansonsten. Der steht nur, wirklich nur dazu da, wenn Bettina sagt, ja, das ist doch dann so. Wenn wir das so sagen, dann ist das so. Und wenn wir das denn, und wenn ich das jetzt so sage, dann ist das auch so, ne? Ganz eindeutig. Vor dem Ergebnis haben sie dann nochmal zur CDU geschaltet und mal gucken, wie die Stimmung da war. In Düsseldorf. Die Träume, wie hoch sie fliegen, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Sektkorken habe ich auch noch nicht fliegen sehen, aber die Sektflaschen sind zumindest gekühlt. Und wenn ich jetzt so mal kurz an der Kamera vorbeigucke, sehe ich ein Altbierfass im Anstich draußen hier im Garten. Ist auch gerade gut gekühlt, denn es ist ein Wolkenbruch runtergekommen. Deswegen sind einige Anhänger hier reingeflüchtet in den Raum, wo Armin Laschet gleich auch erwartet wird, hinter mir. Die meisten sind aber draußen im Garten hier von der CDU-Geschäftsstelle. Ja, okay. Im Hintergrund, unsere Zuschauer könnten im Hintergrund auch Ulf Schmiese erkannt haben. Ja, der war auch wieder bei der CDU. Der war doch im Saarland schon bei der CDU. Ja, immer. Ulf Schmiese, ja kampferprobter Morgenmagazin, jetzt Chefredakteur, heute Journal, der ist natürlich immer vor Ort. Ja, wir erinnern uns. Also im Saarland hat er doch, wurde zugeschaltet und meinte gleich, Annegret Kramp-Karrenbauer, die könnte die neue Merkel werden. Stimmt. Und das war bei Laschet jetzt, hat Laschet gewonnen, gab es gleich schon wieder, der Laschet kann auch Kanzler. Da kann die auch die neue Merkel werden. So, dann wurde das Ergebnis präsentiert, große Verluste SPD, große Gewinne CDU, FDP, yay, AfD, yay, Linke, wird knapp, Grüne, oh scheiße. Und dann haben sie wieder geschaltet, Christian Lindner war sehr früh vor den Mikros in der FDP-Zentrale und wir hören einen ganz kleinen Ausschnitt von Lindner und dann, Stefan, musst du jetzt für unsere Zuschauer erklären, was denn der Herr Vornoff, das ist ja der Kollege von Frau Schausen, im Bild macht. Das Ergebnis des heutigen Abends ist nicht eine Belohnung, es ist für uns ein Auftrag, genau so weiterzumachen wie in den vergangenen Jahren. So, Christian Lindner will weitermachen, er will... Er geht kurz niesen. Was hat er gemacht? Na, es kam mir so vor, als ob ihm gerade innerlich schlecht wurde, er aufgestoßen hat, als er Lindner gehört hat und abgehauen. Nee, ich glaube, der musste mal niesen. Kann er natürlich, also dann, ich weiß es nicht. Dann gucken wir mal wieder zur ARD. Die haben mal zur Wahlparty, in Anführungsstrichen, der Grünen geschaltet. Da fand ich die Gesichter so schön, als das Ergebnis präsentiert wurde. Stefan, das könntest du unseren Hörern dann auch vielleicht mal erklären, was du für Gesichter siehst. Gefasste Stille ist hier. Die Grünen haben offenbar doch damit gerechnet, dass es für sie heute kein Happy End gibt. Der Applaus, den sie jetzt hören, der gilt Spitzenkandidatin Silvia Lörmann, die sofort vor die Medienvertreter hier tritt und von einem
Stimmung bei 6%. Ja. Oh, die Gesichter. Bitter. Ja, was willst du machen? Musst du halt da vorne reinstehen und... Ja. Ich finde es ja immer so cool, dass jetzt immer alle in so, auch wenn man jetzt so Deutschlandfunk Hintergrund oder sowas hört, ja, die Grünen überlegen jetzt, ob sie Robert Habeck eine wichtigere Rolle im Bundestagswahlkampf zugestehen. Ja, genau. Jetzt hat da. Hatte keine Urwahl gehabt? Ey, wirklich. Na gut. Gut, apropos Redaktionsleiter vom Heute-Journal, Ulf Schmiese war bei der CDU und der hat sich dann mal wirklich einen Wahlsieger vor die Mikros geholt. Bettina, wir sprechen jetzt mit Wolfgang Bosbach. Das war hier der große Wahlkämpfer für Armin Laschet, der das Thema innere Sicherheit gebracht hat in den Wahlkampf. Herr Bosbach, sind Sie der Wahlsieger? Nein, der Wahlsieger heißt Armin Laschet und gemeinsam mit ihm hat die ganze CDU gewonnen. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Ich sag mal so, mein Engagement hat jedenfalls nicht geschadet. Wolfgang Bosbach, wollen wir kurz über die Rolle von Wolfgang Bosbach reden? Ja, ich wollte nur anmerken, er sagt hier, mein Engagement hat nicht geschadet. Wir leben in einer Welt, in der das Engagement von Wolfgang Bosbach einer Partei nicht schadet. Na gut, okay. Das finde ich schade. Das war sein Understatement, weil er weiß ja, er ist ja cool, ne? Er weiß ja, er kennt ja seine Zustimmungswerte, nur deswegen ist er ja da. Ja. Es gab ja diese Diskussion, ist das jetzt ein Rechtsruck oder nicht? Thilo zum Beispiel hat auf Twitter ja auch Rechtsruck, Rechtsruck und so. Und davor möchte ich streng warnen, es war natürlich kein Rechtsruck. Wir haben jetzt mehrere Landtagswahlen gehabt. Immer wenn es hieß, Merkel hat das Recht gebrochen, Ausländer raus, Mauern hoch, ja, Abstrafung, Julia Klöckner zum Beispiel. Laschet, Kramp-Karrenbauer, Günther, voll auf Merkel-Linie. Wir wissen, wie die Merkel-Linie ist, nämlich die Mauern nicht in Bayern hoch, sondern in Türkei und so. Aber für die Öffentlichkeit, ja, wenn man sich hinter Merkel stellt, und das ist nicht nur jetzt bei der Wahl, sondern auch vorher, und sagt, Merkel tut hier das Richtige, diese Menschen müssen aus dem Krieg irgendwie raus, wir müssen uns um die kümmern und Integration ist jetzt wichtig, dann war das ein absolutes Pfund für die eigene Wahl. Ja? Also nur deswegen haben die CDU-Leute da so gewonnen. Jetzt kam Wolfgang Bosbach mit rein und das ist wirklich witzig in NRW. Du kannst da einen Wahlkampf machen, indem du zum einen so eine Luftnummer wie Laschet hinstellst, bei dem keiner so richtig weiß, ja gut, ist halt ein netter Mann, so mit dem kann man gut reden, aber so richtig, also harte Linie kann der nicht fahren, würde ihm keiner zutrauen. Und dann sagt man den Wählern aber einfach, aber guck mal hier, der Bosbach, der ist jetzt mit dabei, ja, in dem Boot. Und dann schnürt man so ein Paket irgendwie aus Laschet und Bosbach und holt sich dann noch für so ein oder zwei Interviews den Peter Neumann dazu und stellt so die CDU unabhängig von ihrem eigentlichen Spitzentyp, Laschet, so als, die kann man jetzt wählen, wenn man nochmal ein alter Opa ist, der nicht ganz von der AfD überzeugt ist, aber im Grunde in diese Linie, in diese Richtung geht. Ja? Also das ganze politische Spektrum einmal abgedeckt. Rechtsruck ist es, wenn die FDP, die AfD und die CDU die großen Wahlgewinner sind, die meisten Zugewinner haben, das sind rechte Parteien, ist das ein Rechtsruck. Ja, aber dann also, schreibt Marina Weißband so, also im Lehrbuch steht, die FDP ist rechtsliberal, also ist es ein Rechtsruck. Würde ich sagen, ist die FDP jetzt eine rechte Partei oder was? Ist doch auch Quatsch. Ja, absolut. Ja, dann zeig mir das mal in Clips. Hast du nicht Sabine Leutheusser-Schnarrenberger das Interview gesehen? Da hat sie auch eins am anderen erklärt, wie die FDP rechte Politik gemacht hat und mitgemacht hat. Das ist doch gar keine Frage, dass die FDP eine eher rechte Partei ist. Klar. Nee. Nur halt auf einer anderen Art und Weise als die AfD und die CDU. Da müssen wir in Uneinigkeit fortfahren. Ja, brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber streiten. Gut, Martin Schulz, der ist er Kanzlerkandidat oder so, der SPD. Der Heilige? Also, ich kenne den. Ja, ich kenne. Achso, ach, der ist das. Ach, der hier. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ach, der. Held auf der Welt, ja. Hat im Forum geschrieben, so in so einem Satz, hat er gar nicht selber gemerkt. Blabla, bla, und dann im Januar, als der Heilige aufgekreuzt ist, fand ich sehr witzig. Wir gucken mal, Martin Schulz bei Bettina Schaus. Sie kommen selbst aus diesem Land. Haben Sie auch Anteil an dieser Niederlage, Herr Schulz? Ja, guten Abend, Frau Schausten. Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam, ist völlig klar. Dass das hier kein Festbankett wird, das ist, glaube ich, jedem klar. Und für mich persönlich ist das ein schwerer Tag. Es wäre auch verlogen, wenn ich irgendwas anderes sagen würde. Ja. Sie finden mich heute Abend bestimmt nicht fröhlich.
Letzte Frage, Herr Schulz. Spielen Sie noch auf Sieg in der Deutlichkeit, wie Sie das bisher getan haben, also der Kampf ums Kanzleramt? Ja, aber Frau Schaus, das ist ja völlig klar. Ich will jetzt Platz 2 werden, ist doch klar. Und Bettina Schausten. Spielen Sie noch auf Sieg? Hä? Wollen Sie noch gewinnen? Ja. So, dann fragt ihr euch natürlich, ja, wenn Bettina Schausten schon so einen guten Interviewjob macht mit Martin Schulz, kann Sabine Rau, ja, das ARD-Urgestein im Berliner Hauptstadtstudio, kann sie es noch besser machen? Stefan, ja. Das war eines der zentralen Themen, eines der zentralen Kritikpunkte, zu wenig konkret Ihre Kampagne. Nochmal die Frage, Herr Schulz, was können, was müssen Sie jetzt ändern, um auch auf der bundespolitischen Bühne zurück, auf die bundespolitische Ebene zurückkehren zu können, um Ihre Wähler überzeugen zu können? Na, ich glaube, zunächst mal ist es so, dass wir im Januar gestartet sind, Frau Rau, das muss ich einfach nochmal loswerden. Sie waren ja selbst Zeugin hier, da haben wir bei 21%. Und Sie waren damals Zeugin meiner Auferstehung. Ne, da waren Sie doch dabei. Ja? Wir haben 17.000 neue Mitglieder und ich bin jetzt nicht mal 100 Tage Vorsitzender der SPD, ich bin auch kein Zauberer. Wie werden Sie jetzt sozusagen den Vorsprung, den Angela Merkel hat, 10% liegen Sie hinter ihr. Haben Sie überhaupt die Hoffnung, dass Sie das schaffen können? Wie wollen Sie das aufholen? Naja, Frau Rau. Im Januar lag der SPD-Vorsitzende, glaube ich, über 40% oder 38% hinter Frau Merkel. Also die 10% werden wir schon noch schaffen. Es geht entscheidend auch darum, dass wir kämpfen. Und seien Sie in einem Punkt sicher, kämpfen können wir ganz gut. Ja, es ist so, wissen Sie, das muss ich nochmal sagen, im Januar, da stand ich da unten und habe meine Kandidatur erklärt. Und jetzt, sehen Sie, Frau Rau, stehen wir schon im ersten Stock von diesem Haus hier. Ist oben. Donald Trump ist sowas auf einer Rolltreppe runtergefahren, hat gewonnen. Ich bin die Treppe hochgelaufen und ich werde auch gewinnen. So ungefähr. Herr Schulz, was werden Sie in den letzten verbleibenden 4,5 Monaten als SPD-Vorsitzender noch versuchen zu erreichen? Haben Sie gerade gesagt, dass ich nur noch 4,5 Monate SPD-Vorsitzender bin? Ja, na, wenn Sie die Wahl haushoch verlieren, dann ist doch der Plan von Sigmar Gabriel aufgegangen. Hä? Was meinen Sie denn? Naja, Gabriel wollte mit dem Wahlkampf nichts zu tun haben, hat im SPD-Präsidium nichts zu tun. Sigmar Gabriel muss auch bei diesen ganzen Verliererveranstaltungen, wenn alle sagen, wie traurig sie sind, auch nicht mehr auftreten. Da kann durch die Welt reisen, die Welt besser machen. Der wird doch die Partei wieder übernehmen. Frau Rau, das war mir gar nicht klar. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach Mist, der hat mich ja über den Tisch gezogen. Ja, Herr Schulz, das war's mit Ihrer Karriere. Die müssen sie beenden. Oh, Scheiße. Und übrigens, Herr Schulz, meine Arbeitsthese hat sich jetzt auch verfestigt. Es gab gar keinen Schulz-Hype. Es gab nur, oh Scheiße, Trump ist jetzt echt Präsident. Puh, zum Glück hält hier jemand eine gute Rede. Oh, SPD, gut, cool und so. Und jetzt ist alles normalisiert. Auch an diesen Anti-Trump-Effekt, ich höre das auch immer öfter. Ich weiß nicht. Ja, es fällt halt genau 7 Tage zusammen. Also es war genauso dieses, ja. Oh Scheiße, der ist jetzt echt Präsident, was passiert denn jetzt? Alle so, wirft er jetzt die Atombombe und so? Und dann nimmt man natürlich so eine schöne Fernsehrede gerne hin, ja, wenn Martin Schulz erklärt Thema Gerechtigkeit, aber wenn Gerechtigkeit für ihn nur ein Wort ist und sonst nichts, dann ist halt schnell vorbei mit dem Schulz-Effekt. Apropos, ein Hinweis, können wir auch noch verlinken, Philipp Walulis, ja, auch schon Gast im Aufwachen-Podcast, offenbar auch Aufwachen-Hörer, hat ein Video über den sogenannten Schulz-Effekt gemacht. Verlinken wir, hat er sehr gut eingeordnet. Ja, über Medien verlinken wir auch. Ja, den wollte ich am Ende nochmal einspielen, weil genau das, was die gemacht haben, habe ich mir halt gespart. Sehr gut. Kommen wir zurück zum TV-Journalismus der Extraklasse. Ja, also wir wissen ja, Peter Klöppel hat bei seiner goldenen Kamera gesagt, Nachrichten oder Fake News. Was hat er News, gesagt? Sag nochmal, hast du abgebrochen? Ne, er hat es ja nicht abgespielt. Sind das jetzt Nachrichten oder Fake News? Ja, die Karim Joska und Co. haben ja gesagt, das ist den besten Journalismus der Welt. Und da hat sich das ZDF gedacht, na, wie können wir denn den besten Journalismus der Welt für Oma Erna präsentieren? Na, lasst uns doch mal an den Rhein fahren und da mit Menschen reden. Und die sollen einfach vor der Kamera auf das Wahlergebnis reagieren.
Wir sind am Rheinufer, wo natürlich auch die Nachricht angekommen ist, dass die Ministerpräsidentin ihren Rücktritt erklärt hat. Und wir fragen hier ein paar Wähler. Da frage ich mich ja, ist da dann irgendwie so ein Auto vorbeigefahren, so Polizeisirene und dann so du, 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 du. Hannelore ist aus dem Amt. Du, 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 du. Kraftlos, kraftlos. Hannelore ist zurückgetreten. Hannelore ist kraftlos, die SPD ist verliert. Hannelore ist zurückgetreten. So ungefähr. Ja, was der ZDF-Mann jetzt wahrscheinlich verschweigt, ist, dass er die Menschen am Rhein informiert hat darüber, dass Hannelore Kraft gerade zurückgetreten ist. Aber wir hören nochmal rein. Wir sind am Rheinufer, wo natürlich auch die Nachricht angekommen ist, dass die Ministerpräsidentin ihren Rücktritt erklärt hat. Und wir fragen hier ein paar Wähler. Sie sind aus Wuppertal gerade zu Besuch in Düsseldorf. Was sagen Sie dazu? Wer hat denn die da so hingestellt? Was ist denn das für eine Fake-News-Produktion schon wieder? Die hat gewartet. Ach, wir fragen mal irgendwen. Ah, mal gucken. Ach hier, gucken mal. Mit Kind auf dem Arm und alles. Rein im Hintergrund. Boah, super. Hannelore Kraft zurückgetreten ist. Ich finde das besser. Ach, dass sie rausgetreten ist. Also meiner Meinung nach ist es besser, dass sie rausgetreten ist. Ist denn diese Wahlniederlage ihr persönlicher Verdienst oder ihr persönlicher Verlust oder liegt es an der Partei? Das liegt an der Partei. An der Partei? Ja, okay. Vielen Dank. Dann fangen wir mal weiter. Sie sind beide aus Düsseldorf. Die stehen ja auch perfekt vorm Rhein. Sieht man sogar noch das andere Ufer ein bisschen mit. Ja, wirklich Spektak. Ist es Hannelore Krafts persönlicher Niederlage oder Partei? Ich glaube schon, dass es der Partei ist, weil die SPD hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, mit dem Herrn Schulz dazu genommen. Und ich glaube schon, dass sie dafür die Quittung bekommen hat. Dass sie nicht ganz allein das Debakel in Schuld ist. Aber für uns Düsseldorfer finde ich schon, dass es eine gute Sache ist, wenn man im Wechsel kommt. Aber ich merke, Ihnen tut es leid. Ja, leid würde ich nicht sagen. Eigentlich habe ich insgeheim damit gerechnet und für mich wäre es eigentlich wichtig, wenn es eine andere Koalition gibt. Eine große Koalition fände ich nicht so günstig. Da sollte schon der Lindner mit seiner FDP über seinen Schatten springen und diese Jamaika-Koalition, dass sie das machen soll. Dass mal richtig frischer Wind reinkommt und ich finde eigentlich auch, dass gerade mal mit der FDP die Leute das verdient haben. Frischer Wind, den spüren wir hier auch am Rhein. Für die einen ist es Rückenwind, für die anderen heftiger Gegenwind und damit zurück zu Bettina Schausten ins Wahlstudio. Fragen die irgendwelche Leute mit zwei Kindern an der Hand und einem auf den Arm am Main, ob das jetzt Hannelore Kraft Schulz war oder die Partei? Ja. Was macht denn die heute Show eigentlich, wenn die sowas als Vorlage hat? Kann die das noch toppen oder guckt das noch jemand? Heute Show war auch bei der CDU, habe ich gesehen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Wie der heißt, ja. Nee, heute schon, das kann auch Böhmermann gewesen sein. Ja. Egal. Gut, die ARD hat Frank Plasberg den ganzen Wahlamt moderieren lassen. Ich weiß nicht warum. Der Mann ist überfordert. Der Mann hatte ab 18 Uhr, unterstelle ich ihm jetzt mal, eine Dauererektion. Er hat Glück gehabt, dass er einen Tisch vor sich hatte, weil sobald irgendein CDUler oder ein FDPler kam, der war ja völlig aus dem Häuschen. Und bei den Verlierern hat er keine Gnade gehabt. Ja? Und keine Gnade bei Frank Plasberg bedeutet, dass er kein journalistische Vorbereitungen. Und sie hat gesagt, sie tritt zurück. Geht sie einen Weg voran, den sie auch gehen sollten, wollen? Ich habe eben bei uns um 18 Uhr sofort gesagt, den Anteil, den ich an dieser Niederlage habe, den nehme ich natürlich auch an. Ich bin vorher mal gefragt worden, wenn Sie das nicht mehr sind, wollen Sie dann irgendein Amt in der Fraktion haben? Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ich übernehme damit Verantwortung für den Teil. Es ist, glaube ich, nicht monokausal. Es gibt nicht nur einen Grund, sondern es gibt mehrere. Aber selbstverständlich übernehme ich da Verantwortung. Ich habe Sie nicht verstanden. Treten Sie zurück oder nicht? Als was trete ich zu? Ich bin erkennbar nicht mehr Ministerin. Ja, und ich will kein Amt in der Fraktion übernehmen. Mhm. Und ich will kein Amt in der Partei übernehmen. Ich habe 20 Jahre Landespolitik gemacht mit großer Leidenschaft. Und es ist klar, dass ich hier keine Ämter weitertrage. Was für ein Superfail, ja? Ja, Stefan, trittst du jetzt zurück? Ja, aber trittst du jetzt zurück? Wie kann das passieren? Egal von was. Ja, egal von was. Trittst du jetzt zurück? Trittst du jetzt zurück? Ich finde das unglaublich. Das hat jemand auf Twitter geschrieben, da habe ich schon gedacht. Das hat er ja bestimmt nicht so gefragt. Ja, aber treten Sie zurück, oder was? Und er weiß nicht mal, wenn sie jetzt ihn zurückgefragt hätte, ja, wovon denn? Was hätte er denn dann gesagt? Haben wir noch eine Live-Schalte irgendwo hin? Also, das ist ja wirklich peinlich. Frank Plasberg war
wirklich der peinlichste von allen an diesem Abend. Nächstes Beispiel, er hatte Selim Dagdelen von den Linken zu Gast. Und die hat dann irgendwie so lange gequatscht und das hat Frank auch nicht interessiert. Und dann musste er sie auch gleich unterbrechen, weil da kam jemand viel, viel Wichtigeres. Deshalb gilt mein Dank natürlich an die Wählerinnen und Wähler, trotz dieser Ausgrenzung der SPD und natürlich auch an unsere Wahlkämpferinnen und Kämpfer. Ob das dann reicht, um im Landtag auch tatsächlich Politik aus der Opposition mitgestalten zu können, das wird man sehen. Frau Dahlen, herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine weitere Hochrechnung und dann Christian Lindner, ich sage es nochmal, den beliebtesten Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen, noch vor Hannelore Kraft. Vielen Dank, Frau Dahlen. Jörg. Boah, das war hier so ein Gottlieb-Moment. Ja, das ist ja jetzt alles nachvollziehbar. Ja. Zeigen wir Ihnen lieber nochmal Christian Lindner, wie er in der Masse steht, als kleinen Teaser für gleich nach der Hochrechnung. Oh, das hat ZDF auch immer wieder gemacht. Wenn Hannelore Kraft am Studio vorbeigegangen ist, haben sie sekundenlang auf diese Einstellungen gewechselt. Einfach nur, wie Kraft da steht. Und dann, oh, Laschet kommt. Oh, der Laschet kommt. Der Laschet kommt. Der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen. Ich sag's nochmal. Der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen hat dann mit dem beliebtesten TV-Journalisten in Nordrhein-Westfalen richtig krass geflirtet. Bei mir ist Christian Lindner, der Wahlsieger heute, einer der Wahlsieger und der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen. Ich will Sie nicht anmachen, aber Sie sehen besser aus und gesünder als auf Ihren Plakaten. Haben eine erfolgreiche Kampagne gemacht. Ob sie im Hintergrund irgendwie Backstage geknutscht haben, weiß ich leider nicht. Ja. Aber ich möchte es nicht ausschließen. In diesen Momenten tun mir auch immer so Leute wie Lindner leid, weil sie dann immer nicht genau wissen. Und die müssen im... Lindner hat diesen großen Auftrag sich selbst gestellt, auch Arroganz abzuschütteln, ja? Arroganzvorwürfe. Und wie soll man das hier machen, wenn man so eine Vorlage bekommt? Plasberg holt sich da einen runter und Lindner muss eigentlich genau das Gegenprogramm fahren. Und jetzt so ein bisschen kleinmütig und so sagen, wir haben eigene Ansprüche, wir sind eine eigene Partei, wir sind hier nicht schwarz-gelb, wir sind gelb und so. Und dann kriegt er so ein Ding davor in Latzer. Ist zwar für ihn persönlich sehr schmeichelnd, aber politisch ist das natürlich auch eine Totalkatastrophe, ja? Christian Lindners Arroganz, die war gar nicht zu verstecken an dem Tag. Dazu kommen wir noch. Jetzt kommen wir mal, Frank Plasberg, wie er Gäste verabschiedet. Stefan, du hast jetzt eine Aufgabe. Ich habe es ja gerade bei Dagdelen schon gesehen. Ja, gehen Sie jetzt bitte, wir zeigen jetzt kurz Christian Lindner im Schnittbild. Auf Wiedersehen. Du hast schon aufgepasst, aber jetzt musst du nochmal besonders aufpassen. Was macht Frank Plasberg bei Christian Lindner anders als bei allen seinen anderen Gästen? Dankeschön, Herr Lauterbach. Und wir gucken mal die Wählerwanderung der SPD und gehen dann gleich zur FDP. Das hat unsere Partei beschlossen und ich finde den Beschluss auch eindeutig. Dankeschön. Und Jörg Schönborn mit neuen Interpretationen der Zahlen. Herr Laschet, herzlichen Dank. Bis zur Tagesschau. Vielen Dank. Markus Pezell, herzlichen Dank. Dankeschön. Wir bleiben auf dem Teppich und wir bekommen genug auch negatives Feedback jeden Tag in den Facebook-Kommentaren und in den E-Mails. Das sorgt schon dafür, dass man nicht abhebt. Lindner, alles Gute, bis zur Tagesschau. Vielen Dankeschön. Dank. Oh, er gibt ihm die Hand. Welche urdeutsche Geste. Nein, er hat alle Gäste verabschiedet mit Dankeschön und jetzt weiter. Und bei Lindner macht er Danke, Hände schütteln und alles Gute hat er noch gewünscht. Achso, na gut. Das war der Catch. Ja. Dann musste Frank Plasberg leider Oma Erna zwischendurch eine schlechte Nachricht über. Und damit weiter. Ja, ein spannender Wahlabend, den wir hier noch weiter verfolgen werden. Die Fans der Lindstraße haben es gemerkt, fällt heute nochmal aus, weil ein politisches Erdbeben tatsächlich von Nordrhein-Westfalen ausgeht. Die Lindstraße kann man bei One gucken und natürlich jederzeit in der Mediathek. Wir sind gleich wieder da, aber jetzt erstmal die Glückszahlen der Fernsehlotterie. Warte mal, sie wird nicht gesendet, aber in der Mediathek reingestellt zum Gucken und nächste Woche kommt dann die nächste Folge. Wieso machen die das nicht mit Nachrichten so? Wenn Fußball kommt, einfach in die Mediathek damit und gut. Ja, kann ich dir nicht beantworten. Ah ja. Kommen wir mal zu Jörg Schönborn, ja, dem Herr der Zahlen. Da gab es auch ein schönes Meme. Es war einer meiner Lieblingstweets an dem Sonntag, wo einer die Bilder ausgetauscht hat und dann ja. Infratest DIMAP hat ermittelt, wer der attraktivste WDR-Chefredakteur ist. Und Jörg Schönborn hat gewonnen. Ja,
Und zwar alle aber Plätze. Aber wir hören mal rein. Jörg Schönborn hat Zahlen. Woran hat es denn gelegen? Das Thema Schulpolitik, in der Tat ein landespolitisches Thema. 29% erklären, das war mir am Ende am wichtigsten. Dann kommt aber schon mit 22% die politische Weltlage. Keineswegs ein landespolitisches Thema, sondern der Blick auf die große internationale Ebene. Das Thema Sicherheit, 15%, ist eines, wo sich Landes- und Bundespolitik überlagern. Und dann gibt es auch die Personenmotive. 13% sagen, für mich war entscheidend, wer das Land führt. Und 11% sagen, für mich ist es entscheidend, dass ich mit meiner Stimme die Kanzlerin oder ihren Gegenkandidaten bestimme. Mhm. Also, okay. Also Jörg hat Infratest DIMAP erfragen lassen, frag Oma Erna mal, ob, klar, wir haben jetzt nur eine Landtagswahl und so, ne? Aber ist ihr wichtig, welcher Kanzler unser Land führt? Und Oma Erna wird dann angerufen und dann so, Was? Ist doch jetzt hier nur eine NRW-Wahl. Was hat das mit dem Kanzler zu tun? Oma, du sollst uns einfach nur sagen, ob du jetzt die Union wählst wegen Merkel. ja, auch. Ja, wegen Kanzler, oder? Nee, ja. wegen der politisch unruhigen Lage in der Welt, Jörg. Wegen der Gesamtsituation. So. Ach so. Da ist das doch sein Bulli. Wenn die Gesamtsituation scheiße ist, dann wählst du lieber den Kanzler, den du schon kennst. Wir gehen die Liste nochmal durch. Top-Thema, wie es in unseren Schulen aussieht. Das ist ein echtes politisches Thema. Die politische unruhige Lage in der Welt, das ist zu 100% fake, weil es kommt einfach darauf an, was der Fernseher darüber erzählt. Ja? Also man hätte die letzten 10 Jahre auch irgendwas vom Märchenland erzählen können, dann wäre die Stimmung so, ja, bei uns scheint die Sonne überall anders auch, ist doch gut. Wie die Polizei für unsere Sicherheit sorgt, na, das ist so pseudo. Er hat selbst die Oma vorhin, die an der Straßenbahn stand und meinte, ja, unsicher und so. Die hat das ja auch nur gehört von, hat sie gesagt. Ja? Also so, was man so hört von den Leuten. Also selbst Leute vor Ort müssen von, was die Leute so erzählen irgendwie. Wer als Ministerpräsidentin das Land NRW führt? Na gut, sagen wir mal, das ist so ein Halbthema irgendwie. Wer als Kanzler unser Land führt? Das ist auch total fake. Ja. Also, ich meine, die Rolle, also wenn er jetzt stehen würde, wer als Finanzminister das Land führt, ja, würde ich sagen, okay. Da sind solche Länder wie NRW, haben sie echt zu kämpfen, ja, gegen den Finanzminister, aber das Kanzleramt, das hat nun wirklich gar nichts mit NRW zu tun. Also wirklich null irgendwie. Es sei denn, es finden Besuche statt, ja. Irgendwie nochmal in der Zeche vorbei, den letzten aus der Grube holen oder so. Aber ansonsten absolut Pseudothema, ja. Also wie kommen die darauf, die Frage zu stellen bei einer Landtagswahl, ob Menschen aufgrund der politisch unruhigen Lage in der Welt eine Wahlentscheidung? Ja, also politisch unruhige Lage in der Welt, ja, das ist genau wie beim letzten Mal in Schleswig-Holstein. Das ist perfektes Framing dieser Sender. Einfach, das ist perfekt für genau. Merkel. Auch aber es nimmt eben Bezug auf die eigenen Frames, die man vorher gemacht hat, ja. Wenn wir die Welt im Chaos darstellen, also ich meine, Illner hat 3 Tage vor der Wahl oder so dieses Thema Polizei und Sicherheit zu ihrem. Ja, das hart aber fair hat das auch gemacht. Und hart aber fair auch, ja. Das ist aufgefallen. Also die haben wirklich nochmal schön CDU gepusht mit ja, den Talkshow-Themen. Genau. Wenn wir uns die ganze Zeit die Frage stellen, wurde Amerika, ja, wurde Trump von Russland unterstützt? Hat da jemand in die Wahl eingegriffen? Ich finde, wenn ein Fernsehsender 3 Tage vor der Wahl, obwohl sie wissen, Bildung ist Top-Thema, wenn man die Leute fragt, ja, so ein Pseudothema innere Sicherheit machen, dann ist das illegitime Einflussnahme von der Bundestagswahl, von der Landtagswahl. Klar, und Ilna hat ja zum Beispiel irgendwie selbst die Linken, die haben sich selber ausgeladen, weil sie ja. Dann nicht am Katzentisch sitzen wollten. Die Linken wurden bei Anne Will, waren auch gar keine Rolle. Das ist die größte Oppositionspartei. Ja. Ja, und dann fragen sich die Macher immer, das hören wir dann auch nochmal, wenn wir ein bisschen Republika gucken, dann fragen sich diese Macher, die Journalisten immer, ich verstehe das gar nicht, die Leute, die werfen uns in einen Topf mit den Politikern, aber das sind wir doch gar nicht, wir sind doch Journalisten. Nö, in dem Falle nicht. Wenn ihr irgendwie Ilna für 40.000 Euro die Stunde eine Sendung anberaumt zum Thema innere Sicherheit und dann kommt die AfD damit eingeladen und Herr Kubicki wird eingeladen, ja, vor der NRW-Wahl, dann ist das einfach klar, da geht es hier um markige Worte zu einem absoluten Fake-News-Thema und dann wird so die Wahl mit entschieden.
Jetzt kommen wir nochmal zum wichtigen Thema. Das war für mich die interessantesten Zahlen von Jörg Schönborn, weil es geht um diese Einheitspartei CDU-SPD. Interessanten Phänomenen, weil das ja eigentlich etwas lagerübergreifendes ist. Wir haben aber ein Ergebnis, das das ganz gut erklären lässt. Wir haben nämlich gefragt, sind Sie der Ansicht, dass es insgesamt große oder nicht so große Unterschiede zwischen diesen beiden Parteien in Nordrhein-Westfalen gibt? 58% sagen nein, keine großen Unterschiede. Und bei den CDU-Wählern ist es auch fast die Hälfte, bei den SPD-Wählern auch. Man sieht also, das ist relativ eng zusammen. Das kann man sich sehr gut verbildlichen. Man stellt sich mal alle alten Omas, die in Essen oder Aachen oder Bielefeld oder sonst wo wählen gehen, stellt man mal in eine Reihe. Ja, weil man weiß ja, die über 50-Jährigen, die haben alle entweder CDU, SPD gewählt. Und dann fragt man sie der Reihe nach ab. Sie haben jetzt SPD gewählt. Können Sie den Unterschied zur CDU markieren? Und dann sagt, geht man so durch und sagt, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, also man hat busweise Touristenfraktionen beige, die heute mal ins Wahllokal fährt, weil eine Landtagswahl ist, die sich ansonsten irgendwelche Burgen anguckt oder so. Und die fragt man einfach, ja, CDU, SPD, das ist doch SED, oder? Ja. Kein Widerspruch. Wenn man sich überlegt, ja, Chaos in der Welt, damit meinen die ja immer so, Wilders, Italien irgendwie, Amerika, England, Terror. Frankreich, ja, da stehen immer, bei diesen Wahlen, da geht es immer um Europa oder Nicht-Europa. Da weiß man genau, was man wählt. Entweder Europa oder Nicht-Europa. So wird uns das erzählt, ja. Und in Deutschland... Gut oder böse. Genau. Und alle Journalisten so, oh, das ist super gefährlich, das ist auch das System krank, das ist nur noch Polarisierung, alles klafft auseinander, die Lager verstehen sich nicht mehr. So, und dann haben wir in Deutschland Landtagswahlen und alle Journalisten so, ja, wir haben die mal gefragt und die finden eigentlich, das ist eine Einheitspartei, ja, okay, nächstes Thema. Ja, und null Thematisierung davon, das ist wirklich erstaunlich. Ey, ich warte jetzt auf die nächsten neuen Infratest-DiMAP-Zahlen von Jörg Schönborn, wo er dann Oma Erna befragt, möchten Sie, dass Martin Schulz unter Angela Merkel Vizekanzler wird? Sowas. Als welchen Richtung. Minister denn? Wenn dann alle sagen, als Finanzminister, dann würde ich sagen, okay. Kommen wir mal, bevor wir zu den Düsseldorfer und Berliner Runden kommen, kommen wir mal ganz kurz zu den Tagesthemen, die nach Anne Will abends um 23 Uhr sonntags liefen. Ingo Zapperoni hat wen da gehabt? Herrn Oppermann. Lange nicht mehr gesehen, eigentlich, muss ich sagen. Kannst du unseren Hörer mal kurz erinnern, wer das ist? Oppermann ist Fraktionsvorsitzender, öffentlich. Na, ich dachte mit deinem Nippel oder was? Mit meinem Nippel. Ach so, hier, Herr Oppermann. Herr Oppermann, wie gestalten Sie eigentlich als Fraktionsvorsitzender der großen SPD-Bundestagsfraktion die Wahl? Was haben Sie herausgefunden? Worum geht's? Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Ja, so. SPD-Fraktionsvorsitzender heißt im Grunde, und das wissen wir seit 100 Jahren, die SPD ist ja schon sehr alt, seitdem gilt die Losung, wenn du eine demokratische Partei haben willst, die sich für Demokratie in Gesellschaft einsetzt, musst du sie wie eine Armee aufstellen. Ja? Und der Oppermann als Fraktionsvorsitzender ist sozusagen der Generalinspekteur im Sinne eines Inspekteurs, ja? Der geht von Büro zu Büro und fragt die Leute, sind sie auf Linie? Ja, das ist der Whip. Also, genau. Bei House of Cards, erste Staffel, genau. Da ist Thomas Oppermann das, was Frank Underwood ist. Hängt nur am Telefon, ruft seine Leute an oder bei Bülow geht er auch mal so persönlich vorbei, um die Leute auf Linie zu bringen. War jetzt lange nicht in der Öffentlichkeit zu sehen, hat aber links viel gearbeitet intern. So, wir brauchen gar nicht lange raten, was Ingo dann von Herrn Oppermann wissen wollte. Ich kann es ja mal musikalisch verraten. Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulzzug noch, fährt denn der alte Schulzzug noch. Guten Abend, Herr Zamperoni. Herr Oppermann, warum vertrauen die Wählerinnen und Wähler der SPD nicht mehr? Aber nicht nur, es ging auch um die Bundespolitik. Und die Kanzlerin hat der CDU mehr geholfen als jetzt umgekehrt irgendwie etwas der SPD. Und wenn Hannelore in NRW gewinnt, in dieser Herzkammer, wie Sie sagen, dann werde ich Bundeskanzler. Das hat Ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz im April noch gesagt. Dann wird er logischerweise jetzt also nicht Bundeskanzler, oder? Aber ist es nicht viel zu spät? Hätten Sie nicht diesen Hype oder diese ganze Euphorie der Anfangszeit nicht nutzen können, um da noch mehr inhaltliche Pflöcke reinzurammen?
Aber wie groß, glauben Sie, ist denn die Schuld Ihres Spitzenkandidaten, Ihres Kanzlerkandidaten an dieser Niederlage? Aber das hätten Sie doch alles auch schon viel früher anschieben können, sowas. Zum Beispiel gesagt eine Umfrage, 3/4 der Wähler sagen, die SPD spricht zwar über Gerechtigkeit, sagt aber nicht genau, was sie dafür tun will. Das ist doch jetzt verlorene Wochen und Monate für den Bundestagswahlkampf. Ja, muss ein super informatives Gespräch gewesen sein. Ja, ich meine, da kannst du die Antworten der Politiker kannst du super gut rausschneiden. Das werden wir auch später noch hören. Alles sinnlos. Das ist einfach nur Nachrichtensimulation. Ja. Herr Oppermann, Sie sind doch jetzt ein Loser. Was sagen Sie denn jetzt? Und was sagen Sie denn jetzt? Und wie fühlen Sie sich denn? Und was sagen Sie denn jetzt? Und was sagen Sie? Und was sagen die anderen bei Ihnen? Und was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie nochmal? Das Interview vorbei. Ich habe die Tagesthemen mit reingenommen, weil ich den Kommentar von Udo Grätz, das ist der Chef von Georg Restle, ne, und stellvertretende WDR-Chefredakteur, der hat einen sensationellen Kommentar eingesprochen. Und hören wir mal rein. Udo, kommentier uns das mal. Ordne uns das mal ein. Udo. Armin Laschet hat wenig richtig schlecht gemacht und Hannelore Kraft hat wenig richtig gut gemacht. Die Kanzlerin muss darauf achten, wenig schlecht zu machen. Und Martin Schulz muss nach dem 0:3 in der dritten Landtagswahl in Folge richtig viel richtig gut machen. Ist das Satire? Haben die das so gesehen? Nein. Ja. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass der Dings vorhin sagte, ach Herr Lindner, Sie sehen ja noch gesünder und besser aus als auf Ihrem Plakat. Das hat ja auch auf Twitter eine Runde gemacht. Und ich so, nee, das ist Fake News, das retweete ich mal nicht. Dann tauchte dieses Video auf und ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich gerade diesen Kommentar gesehen hier und denke mir, oh Gott, was ist da los? Das war der Beginn und das Ende seines Kommentars. Der Rest war eh Müll. Unglaublich. Bevor wir zu diesen Talkrunden kommen, ganz kurzer Themenausflug nach Frankreich. Ich fand das schön, die Tagesthemen informieren uns mal, wie das denn mit der Machtübergabe im Élysée-Palast so funktioniert und was dann nicht in der Öffentlichkeit passiert. Eine neue Ära beginnt, eine Zäsur in der Geschichte Frankreichs. Es war ein Tag, der einem strengen Protokoll folgte. Wenn in Frankreich ein neuer Präsident in sein Amt eingeführt wird, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Am Morgen empfängt François Hollande seinen Nachfolger im Ehrenhof des Élysée-Palasts. Drinnen dann eine interne Machtübergabe, in der Macron auch die Codes für die französischen Atomwaffen mitgeteilt werden. Ja, man kann jetzt ewig darüber reden. Nee, ist eines meiner Lieblingsthemen. Und wenn das so selten vorkommt in den Nachrichten, dass auch Frankreich eine Atommacht ist und ja, Atombomben hat, dann muss man das auch mal... Aurora Atoll weggebombt. Aber zu diesem mit militärischen Ehren, viele sind ja immer in Deutschland so... Wieso denn das militärische Ehren? Könnte man da nicht Professoren aufstellen und sagen, wissenschaftliche Ehren oder so? Also, das hat ja alles historische Gründe, ja? Und das ist halt, viele Deutsche sind dann immer überrascht, wenn sie so nach England gucken oder nach Frankreich, wie da so die parlamentarischen Abläufe sind. Nicht nur, wenn der Präsident hier ins Amt kommt, stehen da irgendwie geschmückte Gardesoldaten parat, ja, und schießen nochmal in die Luft und so. Das ist vor jeder Parlamentssitzung so. In Deutschland ist es immer so laissez-faire, ja, fahren wir mit dem Fahrrad zum Parlament und gehen halt rein und sagen uns guten Morgen, setzen wir uns hin. Das gibt es nirgendwo auf der Welt so, ja, außer vielleicht in Asien, wo sie sich dann immer gleich verprügeln, weil wenn es ohne Sitte aber hoch hergeht, dann schlägt es ja gleich über. Nur die Deutschen haben es irgendwie hingekriegt, nach dem Krieg so alles Militärische abzulassen, das ist nirgendwo sonst so auf der Welt. Da muss man nicht jedes Mal wieder verwundert sein. Fallen die wieder mit Reitern und Panzern rum? Ja, machen die halt. Aber ich finde, da sind wir vorbildlich. Also ich meine, guck dir mal die 14. Ja. Juli. Wir sind nur vorbildlich, weil wir die größte militärische Tragödie aller Zeiten ausgelöst haben und deswegen sagen, na gut, dann lassen wir das mal. Das sieht halt in den anderen Ländern, die uns zu Recht diese militärische Tragödie beigebracht haben, anders aus mit der Erinnerungskultur. Und deswegen ist das halt auch noch so. Mehr Soldaten! Für Deutschland! Für Deutschland! Bevor wir zu den Düsseldorfer und Berliner Runden kommen, wollte ich nochmal ganz kurz ein Snippet von ein paar Monaten aus Extra da einspielen, weil da hat uns Christian Ehring verraten, mit welcher Wahlkampfstrategie Armin Laschet antritt und die war ja jetzt im Nachhinein erfolgreich und du wirst es nicht glauben, wie alt seine Strategie schon war. Ich finde es armselig. Es wird eigentlich nur noch getoppt von Armin Laschet, dem Spitzenkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und der ist gerade mit diesem Wahlkampfmotto auf Tour: Zuhören, entscheiden,
Handeln, das geht direkt ins Herz, oder? Zuhören, entscheiden, handeln, da ist ja wirklich alles drin. Und weil dieses Spitzenmotto so dermaßen gut ist, tourte Armin Laschet schon vor einiger Zeit damit durch den Wahlkampf. Zuhören können, entscheiden, handeln. Genau gesagt 1993. 24 Jahre zuhören, entscheiden, handeln. Naja, hat sich doch ausgezahlt, jetzt darf er auch mal entscheiden und handeln. In der Hinsicht. Gut, ne? Der Erfolg heiligt 19, die Mitte. 1993 schon. Ja, wie alt war der da? 20 oder was? So alt ist er doch nicht, oder? Wahrscheinlich Mitte 30, Ende 30 oder so. Egal. Kommen wir mal zu... Warum ich mir das wieder angetan habe, weiß ich auch nicht, aber... Wir fragen uns jetzt... Bevor wir zu der Berliner Runde, der Elefantenrunde mit Tina Hassel kommen, gucken wir mal, wie die WDR-Kollegen das gemacht haben. Und da waren nicht die Generalsekretäre der NRW-Parteien, sondern da waren gleich die Spitzenkandidaten der NRW-Parteien. Also Hannelore Kraft, Laschet, Lindner, Zell, Demirel und Löhrmann. Mhm. Und wir verabschieden uns jetzt mal von Hannelore Kraft. Denn die sagt ganz leise Servus. Aber nicht ganz Servus, weil einen kleinen Job will sie trotzdem noch behalten. Ich werde mein Landtagsmandat wahrnehmen, denn mein Wahlkreis hat enorm für mich gekämpft. Wie ich sehe, komme ich zu einem ganz guten Ergebnis. Insofern werde ich 5 Jahre lang eine gute Landtagsabgeordnete sein. Das ist schon Ihr Plan, das wissen Sie schon, dass Sie im Landtag bleiben als Mitglied. Ja, mein Wahlkreis sieht im Moment so aus, als würde ich den gut holen. Und dann werde ich das Mandat auch wahrnehmen, weil sonst der Wahlkreis ja verwaist wäre. Das ist eine echte Zäsur für die SPD. Das ist so, der Wahlkampf war sehr auf Sie zugeschnitten. Und jetzt treten Sie von wichtigen Parteiämtern zurück. Gibt es einen Neuanfang? Mit wem? Wenn Sie die Tabellen sehen, müssen Sie natürlich berücksichtigen. Bei der letzten Wahl haben wir ein bombastisches Ergebnis geholt. Das hatte mit Verlaub auch mit seinem Vorgänger zu tun, der ja da auch sicherlich gravierende Fehler gemacht hat. Dennoch ist es bitter, jetzt nur an Position 2 einzulaufen, so wie es aussieht. Und deshalb habe ich die Konsequenzen gezogen. Also ich habe das jetzt wirklich am Ende nur noch drin gelassen, weil sie meinte, es ist halt bitter, an Position 2 einzulaufen. Horse Race! Wir konzentrieren uns mal auf Christian Lindner. Fehlen jetzt schon die Worte, so wie Plasberg oder was? Ja, es müssen körperliche Drogen. Ich wollte gerade sagen, der war zugekokst, aber der war einfach vom Erfolg. Thilo wieder. Er war natürlich nicht zugekokst. Also, ich kenne Dutzende Bundestagsabgeordnete, die kiffen, die koksen, die andere Sachen schmeißen, von denen ich weiß, warum, das will ich mir jetzt noch nicht unterstellen, ich weiß es nicht, Christian Lindner ist ja bestimmt Anti-Drogen und so weiter, obwohl er gestern mir in der BBK gesagt hat, dass sie für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis sind. Fand ich interessant. Ja, du bist immer so überrascht, dass das eine liberale Partei ist, aber ja, die wollen dir nicht deine Drogen wegnehmen. Ich nehme ja auch keine. Ach so. Und die Drogenbeauftragte, ne? Das sind keine Drogen, Stefan. Stimmt. Zigaretten sind keine Drogen. Du hörst doch nicht zu. Aber wir lernen jetzt mal, Christian Lindner ist super gut drauf. Super gut. Also die Hürde liegt hoch. Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung. Aber notfalls machen wir Opposition. Ist doch gut, dass nicht die AfD die Opposition anführen würde gegen eine große Koalition, sondern die FDP. Wer die Koalition, die große Koalition führt, sieht man ja in Berlin, macht eh keinen Unterschied. Ja, manchmal, ich gucke jetzt immer Arrow. Und am Anfang dieser Staffel oder Serie, bevor dann so ganz viele Superhelden dazukommen, ist ja Arrow so alleine und man fragt sich immer so, wieso ist der so kräftig? Wieso kann der so viel? Wieso ist er immer überlegen? Wieso hat er im Grunde keine natürlichen Feinde auf seinem Gebiet? Und das ist bei Lindner auch so, ja, wenn man ihn so sieht. Der hat halt diesen Wahlsieg da eingefahren. Der ist viel jünger als alle anderen, die da am Tisch stehen, außer die Dagdelen. Und er ist jetzt wieder da. Ist ja noch dieses Comeback-Moment drin. Also er ist ungefähr allen total überlegen, was jetzt so diese mediale Aufmerksamkeit Logiken und so weiter angeht, ja. Und das sieht man halt auch, diese riesige Asymmetrie an dem Tisch. Und es ist ja auch wirklich mies moderiert, ja, hat man ja eben auch schon gesehen. Apropos mies moderiert, ich fand auffällig, die AfD war ja auch in der Runde, Herr Pretzell, und die allererste Frage an eine Partei, die die größten Zugewinne gehabt
nämlich 7,5% aus dem Nichts, AfD, ne? Das trotzdem immer noch sensationell. Aber die Moderatorin vom WDR hat sich gedacht, naja, kann man ja mal schlecht reden, oder? Markus Porzell von der AfD. Vor einiger Zeit hatten wir die AfD in Umfragen zweistellig, deutlich zweistellig, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Ist der Trend schon wieder rückläufig? Ja, es ist wie bei den Piraten. Also du sagst jetzt völlig zu Recht, 7,5% ist viel, würde ich auch sagen. Aber für NRW gilt halt, alles unterhalb von plus minus 8% ist in NRW schon immer historisch gegeben gewesen und so. Es sollte niemanden überraschen, auch jetzt nicht. Aber das ist halt der völlig falsche Ansatz hier, dieser Politikjournalismus, immer von Erwartungen auszugehen. Ja. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt worden sind, und dann kommt es immer darauf an, wann wurden welche Erwartungen gestellt. Ja. Also wenn der irgendwie im Herbst vor einem halben Jahr gesagt hat, oh Gott, die AfD könnte mit 15% in den Landtag kommen, dann und dann daraufhin basierend die Frage zu stellen. Ja, aber, ja, also die Piraten hatten genau das Gleiche. Die lagen anderthalb Jahre vor der so im März 2012 lagen die so bei 12-13% bundesweit. Und dann kamen so diese Wahlen, NRW, da hatten sie dann diese 11% oder was. Nee, warte mal, in NRW waren es auch so 7 irgendwas oder 8 sogar. Und dann, wenn du aber einmal von diesen 12% Erwartungen bundesweit kommst, ja, kannst du nur noch verlieren danach. Und du bist dann auf einer Verliererstraße bis zur Bundestagswahl und dann kommst du nicht rein. Du hast es gerade super gesagt. Das ist eigentlich ein Loser-Framing, was jetzt angewendet wird bei der AfD. Die sind jetzt eigentlich Loser. Klar, kommen die jetzt in alle Parlamente, aber die sind halt nicht so stark, wie sie hätten sein wollen und können. Ja? Ja. Ihr seid Loser. Ja, wobei man jetzt auch die 7,5%, die kann man jetzt verstetigen, glaube ich. Das ist so dieses natürliche Wählerpotenzial in Deutschland irgendwie. Besser als... Dann gucken wir jetzt mal eine erste längere Szene an. Wir wissen ja, Christian Lindner war super gut drauf, ja, also unter natürlichen Drogen. Und der hat sich jetzt mit Herr Prizell von der AfD ein kleines Duell geliefert. Ja, wir haben als AfD sicherlich in den vergangenen Monaten auch einige hausgemachte Probleme gehabt. Das haben wir insbesondere auf dem Bundesparteitag in Köln erlebt und haben sicherlich auch als nordrhein-westfälische AfD die Spätfolgen dessen noch verspürt. Davon hat ja auch Herr Lindner unter anderem profitiert, der phasenweise so tat, als sei er jetzt auf AfD-Kurs. Das wird sich möglicherweise zeigen, ob er das tatsächlich ist, wenn er dann mit Herrn Laschet vielleicht doch in die Regierungsverantwortung geht, beziehungsweise seine Partei zumindest in die Regierungsverantwortung geht. Wir haben, glaube ich, aber trotzdem in Nordrhein-Westfalen als AfD ein gutes Ergebnis, gerade nach den beiden schwierigen Landtagswahlen im Saarland und auch in Schleswig-Holstein erzielt. Und ich glaube, dass es der AfD gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl gelungen ist, die alte Geschlossenheit wiederherzustellen. Geschlossenheit in Nordrhein-Westfalen? Ja, Frau Hellin, ja, bitte gerne. Ganz kurz darauf antworten darf, weil ich angesprochen worden bin. Wir wollen zustimmen, richtig? Das ist so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da steht eine Journalistin am Tisch. Möchte Prizell am liebsten unterbrechen, weil er Herr Lindner angesprochen hat. Und 30 Sekunden später vergisst sie, dass Prizell Lindner angesprochen hat. Und dann muss sich Herr Lindner das Wort wieder zurückerkämpfen. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Prizell, was uns beide verbindet, ist die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Aber aus völlig unterschiedlichen Motiven. Nee, wir sind eine liberale Partei, wir wollen also Regeln, Recht und Ordnung. Sie sind gegen Zuwanderung, weil Sie auf Ihrem Bundesparteitag es noch nicht mal geschafft haben, eine klare Trennlinie gegenüber Rassismus und Antisemitismus zu ziehen. Herr Lindner, Sie wissen, dass das nicht stimmt. Und Sie wissen auch, dass wir 2013 schon ein Einwanderungsgesetz für dieses Land verlangt haben. Haben wir 1997 schon getan. Und Sie waren seitdem eine ganze Weile auch in der Regierung und hätten Zeit gehabt, das umzusetzen. Okay, das war jetzt ein bisschen hitzig. Ich glaube aber, Prizell und Lindner sind intellektuell so auf einer Augenhöhe. Die könnte man gut mal eine Stunde in so ein Fernsehstudio setzen. Ich behaupte auch, dass die Zuwanderungspolitik der AfD und der FDP sehr, sehr ähnlich sind, weil ich höre seit Jahren von der AfD, wir brauchen das kanadische Modell. Liebe Leute, was bedeutet das kanadische Modell? Wir suchen uns die besten Ausländer raus. Ja, wir wollen die Leistung stärken, Ausländer und man kann es so zusammenfassen, wir brauchen die Ausländer, die unserer Wirtschaft nützen. Und das will die FDP und das will die AfD.
Das kanadische Modell sagt aber auch, der Staat kümmert sich nicht um die Zuwanderung, sondern das macht die Zivilgesellschaft, indem sie Bürgschaften übernimmt, die aber dann anders als in Deutschland nicht ein Leben lang gelten, sondern nur für das erste Jahr. Und in der Hinsicht finde ich, das kanadische Modell ist ganz gut. Die Kanadier haben natürlich den Vorteil, dass niemand zu ihren Grenzen vorstößt. Und deswegen funktioniert das da irgendwie. Ich finde das ein unmenschliches System, weil du kannst Zuwanderung nicht auf einer Wirtschaftlichkeit gründen. Nee, machen die ja nicht. Ja, also, Nein, das kanadische Modell sagt, zivilgesellschaftlich, du hast ein Bürgermodell. Der Staat kümmert sich gar nicht um Zuwanderung, sondern er fragt, wer aus unserer Gesellschaft würde denn jemanden aufnehmen, beherbergen für mindestens ein Jahr? Und dann sagen sehr viele Leute, das mache ich. Kostet zwar Geld und so weiter. In Deutschland hättest du genauso viele Leute, die das gerne machen würden. Du könntest locker 2 Millionen in Deutschland abdecken mit so einem Modell. Nur das Bürgschaftsmodell in Deutschland verpflichtet dich ein Leben lang, auch für alle finanziellen Sachen, die es später zu bewältigen gibt, für denjenigen zu bürgen. Und das macht natürlich keiner. Ja? Für ein Jahr würden es aber sehr viele machen. Also wir hätten sehr viel mehr Flüchtlingen helfen können, wenn wir dieses kanadische, liberale, zivilgesellschaftliche Bürgschaftsmodell hätten. Und da muss ich sagen, wenn die FDP sagt, das kanadische Modell, also ich habe es noch nie gehört, du sagst es jetzt zum ersten Mal, wenn sie es machen würden, fände ich es gut. Die AfD will nicht das kanadische Modell, die will das australische Modell. Wir können ja mal unsere Hörer aufrufen. Wir haben bestimmt mindestens einen, der mal in Kanada gelebt hat oder sich in der kanadischen Zuwanderungspolitik auskennt, erklärt uns doch einfach mal. Am besten sogar mit einem Audiokommentar. Ne? Audiokommentare sind so gern gesehen hier. Gehört. Gern gehört. Und wir haben bestimmt auch irgendwelche Hörer in Australien. Erklärt uns doch mal kanadische Zuwanderungsmodell und das australische Zuwanderungsmodell. Ja. Wir machen weiter. Hannelore Kraft musste mit der Moderatorin dann mal über, Achtung, Menschen in NRW reden. Menschen. Sie sagen immer, Wahlkampf macht Spaß und Tuchfühlung macht Spaß. Waren Sie zu sehr im Tunnel? Oder Sie hatten ja Kontakte zu Menschen. Waren Sie vielleicht nicht an den richtigen Stellen? Waren Sie in einer Filterblase unterwegs, dass Sie die Stimmung nicht so? Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe ja ganz normale Menschen in den Straßen getroffen. Ich war an Haustüren, ich war vor Werkstoren. Jeder WDR-Volontär der letzten 100 Jahre hätte diese Sendung besser moderiert als diese Frau. Was ist denn da los? Sie waren doch bei Menschen, oder? In diesem Wahlkampf. Waren Sie bei Menschen oder waren Sie in der Filterblase? Also Menschen oder Filterblase jetzt? Wo waren Sie genau? Absurd. Dann kommt Lindner wieder. Diesmal hat er sich provozieren lassen. Oder er wurde natürlich provoziert von Frau Löhrmann. Es geht um Inklusion. Ja? Ein Menschenrecht. Ja? Eine UN-Konvention. Also Menschen mit Behinderung muss der Zugang zu allen öffentlichen Gebäuden gewährt werden. Christian Lindner und seine FDP finden das halt, es stört. Es stört. Das will er sich aber nicht so sagen lassen. Genauso wie ja versucht worden ist, die Umsetzung eines Menschenrechts wie der Inklusion als Ideologie zu bezeichnen. Das ist keine Ideologie. Doch, das ist, Herr Lindner, Sie haben das diskreditiert in einer Weise, wie ich das nicht angemessen finde, weil Eltern nicht mehr Bittsteller sind. Und ich bin auch froh, dass wir dieses Recht geschaffen haben. Und ich hoffe, dass Sie dieses Recht nicht wieder in Frage stellen. Genauso wie ich gespannt bin, Herr Laschet, ob Sie den Schulkonsens, den Ihre Partei, SPD und Grüne ja unterschrieben haben, ob der gelten soll. Ja, aber wenn Sie mit Herr Lindner war nie dabei, dann müssen Sie mal sagen, wollen Sie, dass die Kommunen vor Ort über die Schulen entscheiden oder wollen Sie das auf Landesebene ziehen? Das würde mich mal interessieren. Sie sind jetzt elegant müssen auf Bildungspolitik gekommen, das ist auch spannend. Die Leute haben gewählt. Ja, natürlich haben die Menschen gewählt und deswegen habe ich ja auch... Die haben Sie auch ein Urteil gebildet über Ihre Inklusionspolitik. Ja, bitte, Herr Lindner, Sie bitte, haben jetzt... Frau Löhrmann, Sie haben den ganzen Wahlkampf die FDP denunziert. Wir ich habe nicht den denunziert. Umweltschutz abschaffen wollten. Wir ja, seien gegen die Inklusion. Ich erinnere mich, lieber Herr Lindner, ich hatte das Wort. Sie einmal Nein, nicht mich verteidigen, Wort, wenn Sie mich angreifen, hatten Sie nicht mehr. Wir sind nicht gegen das Recht auf Inklusion, aber so wie Sie die Inklusion umgesetzt haben, sind die Menschen auf die Barrikaden gegangen und deshalb, man muss die Art der Umsetzung korrigieren, da stellt das grundsätzliche Recht nicht in Frage. Ich würde gerne meinen Gedanken zu Ende führen, weil ich glaube ich ja noch dran war, ehe Herr Lindner mich unterbrochen hat. Ja. Es gibt noch eine schlechtere Form der Moderation als schlechte Moderation. Und das ist gar keine Moderation. Es wird immer schlechter. Und es wird auch nicht besser. Aber jetzt hat sie mal Herrn Laschet gefragt, was hat er denn jetzt für Prioritäten? Jetzt wird er Ministerpräsident. Was will er denn unbedingt durchsetzen? Und da war ich überrascht von...
und erfolgreicher. Was wäre in einer Koalition so eine rote Linie? Also was muss unbedingt aus CDU-Sicht dann umgesetzt werden? Naja, wir sind jetzt heute Abend nicht dazu da, rote Linien zu formulieren, aber bei der inneren Sicherheit muss was passieren. Wir haben die Schleierfahndung als ein Beispiel genannt, mit dem man auch verdachtsunabhängig wie in 13 anderen deutschen Ländern handeln kann. Der Neumann genau zugehört. Hey Armin, in 13 Bundesländern gibt's das schon. Frag mal in Bayern nach. Schleierfahndung. Und vielleicht auch im Cyberraum. Er wird gefragt, er wird jetzt Ministerpräsident und was sind denn Ihre wichtigsten Themen? Und er kommt dann mit der Schleierfahndung. Naja. Warum machen die eigentlich so eine Sendung? Also Sieger und Verlierer so an den Tisch holen. Jeder versucht nochmal seine Ehre zu retten und so. Das ist Tradition. Na Gott. Eben Schleierfahndung, da werden unsere Hörer, die wissen, was das ist, aufschreien. Das nennt man im internationalen Sprachgebrauch übrigens Social Profiling. Mhm. Ja? Schleierfahndung ist anlasslose Verkehrskontrollen überall im Land. Das, was den Wählern am schnellsten auf den Sack geht, wenn man dafür verantwortlich ist. Das ist ein schönes Polizeistaatsmittel. Gut, kommen wir mal zu Christian Lindner wieder zurück. Der sollte jetzt mal konkret werden. Christian Lindner, kannst du auch nicht nur Sprüche klopfen? Herr Lindner, Sie haben gesagt, nein, Ihr Fraktionsvorsitzender, Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Joachim Stamp hat gesagt, die NRW-Sicherheitsarchitektur ist schrottreif. Was muss als nächstes passieren? Ja, wir müssen sie einer Generalinventur unterziehen. Ja, was denn? Was? Ja, was denn? Ja. Was will sie denn jetzt? Das ist 5 Minuten nach der Wahl, alle Testosteron gestählt und so. Was will sie jetzt für eine Diskussion da? Inhalte. Okay. Aber ich fand trotzdem lustig so, ja Linda, was wollen sie denn machen? Ja, was wie ich machen will? Ja, was denn? Ja, was denn? Fand ich trotzdem gut. Dann hat unser Testosteron-Rennpferd Lindner es sich mit Hannelore Kraft verscherzt. Ich würde gerne nochmal nachfragen, Herr Lindner, weil Sie sagen, eine Enquete-Kommission. Sie wissen, dass das ja eine Zeit lang dauert, bis die eingerichtet ist, bis die Ergebnisse vorliegen. Wenn die Situation so schwierig ist, wie Sie sie gemeinsam immer im Wahlkampf geschildert haben, dann ist das doch viel zu viel Zeit, die man dafür braucht. Ich meine, da muss man doch sehr schnell agieren. Ja, haben Sie vielleicht im Wahlkampf, kann man nicht immer, Sie sagten, Sie seien im Tunnel, kann man nicht immer das wahrnehmen, was die politischen Mitbewerber von Vorschlägen machen. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt einmal Sofortmaßnahmen. Jäger muss weg. Das ist eine Sofortmaßnahme, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Wenn wir nicht mehr Teil der Regierung sind, dann, ist das per se der Fall. Ja, genau, was ist denn dann konkret die Sofortmaßnahme? Genau, Frau Kraft. Und da Sie Herrn Jäger nicht entlassen haben, haben die Bürger Sie entlassen. Also haben wir schon mal eine Sofortmaßnahme erzielt zur Stärkung des Vertrauens in den Rechtsstaat. Jäger hat sein Direktmandat übrigens geholt. Ja. aber er ist nicht mehr Minister. Ja, trotzdem. Die Wähler haben entschieden. Aber das ist halt AfD-Niveau, ne? Ja, hier, Sicherheit, mehr Sicherheit. Wir haben doch schon für das Erste gesorgt. Der Typ ist nicht mehr im Amt. Jäger muss weg. Ja. Mhm. Dann hat sich Frau Demirel mal getraut, das Mikro in die Hand zu nehmen, weil die wurde fast nur, ganz am Anfang wurde sie kurz befragt, ja, wollen Sie was sagen zu dem Ergebnis? Ist ja ganz schön eng, ne? Sie zittern noch, ne? Ist ganz schön eng, ne? Sie zittern noch, ne? Und dann hat sie sich nach einer halben Stunde mal gedacht, ey, ich will jetzt ihr auch mal was sagen. Vielleicht an dieser Stelle, wenn ich schon das Mikrofon an der Hand habe, sagen. Wir haben einen Wahlkampf erlebt in den letzten 3 Wochen, weil Sie jetzt ja auch wieder diese Äußerung getätigt haben. Was Sie in der Tat machen, Sie sind ein ehrlicher Mensch, das schätze ich sehr an Ihnen. Und es hängt ja davon ab, ob Schwarz-Gelb geben wird oder nicht, ob wir als Linke reinkommen werden. Insofern hoffe ich doch, dass wir auch reinkommen als Linke. Wir wurden in den vergangenen Wochen in der Tat von Ihren allen Parteien überproportional angegriffen, von Frau Kraft, von Frau Löhrmann, von Ihnen. Frau Löhrmann hat sogar gesagt, Ihr Hauptziel ist es, die Linke aus dem Landtag rauszuhalten. Dafür habe ich mich bei Ihnen persönlich entschuldigt, dass Sie das falsch verstanden haben. Ich kann mich nur in Richtung der beiden Damen auch in der Runde äußern. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Wenn Sie sagen, dass Sie für soziale Gerechtigkeit werben, dann sollten Sie sich nicht hauptsächlich an einer Partei abarbeiten, die auch für soziale Gerechtigkeit werben. Sollten Sie aber auch auf dem Boden der Verfassung arbeiten, das ist das Problem. Hashtag Silly Left. Oh. Ich meine, dass die Linke keine gute Figur in NRW abgibt und die ganzen Kandidaten auch keine gute Figur abgegeben haben, da sei mal dahingestellt, aber Kraft dann gleich noch so, sie müssen auch auf dem demokratischen Boden der Verfassung stellen, ne? Ja, das ist Laschet, ne? Ja, ich rede nur mit demokratischen Parteien, also mit 2 in diesem Parlament nicht.
Dann hat der AfDler, der Herr Brezel, nochmal eine Ansage gemacht. Und Lindner reagiert gleichgültig. Und wir werden eine unangenehme Partei sein, wenn es um Oppositionsarbeit geht für jedwede Regierung, egal ob es am Ende schwarz-rot oder schwarz-gelb ist. Sind Sie denn sicher, dass Sie noch eine geeinte Fraktion die ganze Zeit haben, so zerstritten, wie die AfD so ist? Ich bin mir da sehr sicher, weil ich weiß, mit wem wir in den Landtag einziehen. Und die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion wird geschlossener sein, als das so manchem lieb ist. Okay, wir sind am Ende schon dieser Runde. Herr Lindner. Wir haben gehört, Hannelore Kraft wird Ihr Landtagsmann. Die sind ja auch bald weg. Aber ich fand krass, also er droht so den anderen Parteien im Landtag, ja, wir werden ihnen allen das Leben schwer machen. Ja? Ein Rechtspopulist und Lindner dann so, ist mir egal. Ja, nimmt nicht mal sein Mikrofon hoch, sondern sagt ihm einfach über den Tisch, ja, ist mir egal. Lindner hatte wirklich solche dicken Eier, auch gestern in der BBK. Ja, ich meine, das ist gut. Halt echt so ein kleines Westerwelle-Ding jetzt, ne? Ja. Aber gut, dann eine... Wir kommen zum allerletzten, ganz kurzen Ausschnitt aus der Düsseldorfer Runde. Es gab noch eine letzte Frage an Herrn Lindner. Herr Lindner, Sie gehen nach Berlin. Sie sind hier nur so auf Durchgalopp. Werden Sie an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen? Durchgalopp. Genau. Und wir wechseln jetzt von Düsseldorf nach Berlin. Die Berliner Runde wurde einberufen. Diesmal nicht mit Elmar Thewissen, sondern die ARD war dran. Tina Hassel war dabei und in ihrem Intro hat sie eigentlich schon alles in einer Minute vorweggenommen, was wir dann die nächsten 30 Minuten hören, weil anders als Elmar, der jetzt nicht nochmal irgendwie so, hallo, das ist hier der Stefan Schulz, das ist ein gewiefter Typ und der ist mit dem Wahlergebnis zufrieden, sowas hatte sie alles gespart, weil das können die Gäste ja selber erzählen. Tina Hassel hat sich gedacht, damit Oma Erna nicht wegschaltet und schon weiß, was die Leute, die jetzt hier sitzen und eine halbe Stunde was sagen sollen, sagen werden, hat Tina Hassel den Service angesprochen. Meine Gäste hier im Studio sind die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer der im Deutschen Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien, also noch nicht FDP und AfD. Im September könnte das anders aussehen. Meine Gäste... Gut, dann framen wir mal. Wie framen wir denn die Frau Barley? Heute sind Katharina Barley. Für ihre SPD ist das die dritte Niederlage in Serie, abgewählt im Herzland der Sozialdemokraten, ein politischer GAU. Peter Tauber. Seine CDU hat eine sensationelle Aufholjagd hingelegt und ist stärkste Kraft geworden. Vor einigen Wochen hätten das selbst optimistischste Unionsanhänger noch nicht zu träumen gewagt. Matthias Höhn. Der Mann zittert heute Abend. Ist seine Linke drin oder draußen? Und Michael Kellner, seine Grünen zählen zu den deutlichen Verlierern. Herbe Stimmen, Verluste, Rot-Grün in Düsseldorf abgewählt. Aber die Grünen bleiben wenigstens weiter im Düsseldorfer Landtag. Und schließlich Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär, hatte zunächst von Merkel eine deutlich härtere Antwort auf den Schulz-Hype gefordert. Nun dürfte auch er sich freuen, dass die Merkel-Linie der ruhigen Hand erfolgreich ist. Das war das Framing. So, ich hatte ja schon gesagt, diese Berliner Runde geht eine halbe Stunde, ne? Ich werde dir jetzt nicht verraten. Wir werden jetzt uns nämlich alle Fragen von Tina Hassel an diesem Abend anhören. Das war vielleicht der bisherige Höhepunkt des politischen Hauptstadtjournalismus in der ARD. Darum müssen wir uns das alles anhören. Und ich werde jetzt nicht verraten, wie lange das geht, weil du sollst... Wir fühlen uns mal rein, ja. Die Sendung geht eine halbe Stunde. Es gibt 5 Gäste und Tina Hassel nimmt so viel Platz ein. Tina, los. So, Frau Barley, wir fangen an mit Ihnen. Das verwundert, glaube ich, die wenigsten. Wir haben gesagt, Erdbeben, dritte Niederlage in Serie. Wie kann sich Ihre Partei davon noch erholen? Und, also liegt der Schuldige, wenn man so will, oder der Verantwortliche. Der Verantwortliche. Ja. Aber Frau Barley, wenn ich Sie so höre, trotzdem, heute an so einem Abend kann Schulz noch Kanzler werden. Glauben Sie noch daran?
Gut, Herr Tauber, der liberale Armin Laschet ist jetzt wirklich Nummer eins. Die CDU ist Nummer eins, aber er hatte einen Adjutanten an seine Seite gestellt bekommen. Wolfgang Bosbach, gleich ein ganzes Team beim Feld Innere Sicherheit. Ist das jetzt ein erfolgreiches Modell? Also übertragen soll möglicherweise auch der Kanzlerin jetzt ein konservativer Begleiter an die Seite gestellt werden? Aber ich würde gerne weitergehen zu Ihnen, Herr Kellner. Vor einer Woche noch in Schleswig-Holstein, da waren die Grünen richtig gut aufgestellt. Da gab es sozusagen den Habeck-Effekt. Was sagt Ihnen das jetzt heute? Fast halbiert die Zustimmung. Wie können Sie es schaffen, dass jetzt ganz viel von dem Habeck-Effekt weitergetragen wird in den Bundestagswahlkampf? Herr Höhn, ich habe eben gesagt, Sie zittern noch. Was wird denn jetzt passieren für den Fall, dass entweder die Linken ganz knapp jetzt noch in den Landtag kommen oder aber eben draußen sind? So oder so gibt es ja eigentlich, wenn überhaupt, nur die Möglichkeit der Opposition. Für mehr reicht es nicht. Gut, da gucken wir gleich, ob Schwarz-Gelb, oder bleiben wir direkt dabei. Kurz an Sie, Frau Barley, und dann sind wir bei Ihnen, Herr Scheuer. Schwarz-Gelb wurde gerade gesagt, wäre dann das, was möglicherweise die Konsequenz wäre. Wäre denn die SPD traurig über Schwarz-Gelb oder würde sie sich sogar darüber freuen, weil es mobilisieren könnte? Herr Scheuer, die CDU in NRW stärkste Kraft, Sie freuen sich. So richtig gut geklappt bei der CDU, und das ist ja jetzt nicht der einzige Sieg, sondern es ist ein Sieg in Serie, ist ja seitdem die CSU den Streit beendet hat und nicht mehr stichelt in Sachen Flüchtlingsobergrenze zum Beispiel. Was gibt Ihnen das zu denken? Schulden getilgt. Bundespolitisch das ist, hilft, diese, ist, wenn, diese wenn sich die Zahlenbasis. Union nicht mehr streitet, das würden Sie nicht bestreiten. Gut, Frau Barley, dann gucken wir jetzt zunächst mal mit Ihnen auf die möglichen Optionen. In dieser Woche hat Martin Schulz ganz klar Distanz gewahrt, ist auf Distanz gegangen zu den Linken. Er hat gesagt, Bündnispartner müssten Europa freundlich und ökonomisch vernünftig sein. Das war eine Absage an die Linke. Ist das auch eine offizielle Absage, die Sie heute wiederholen würden? Falsche Behauptung. Aber Frau Barley, jetzt sind wir aber meine Frage an Sie, Herr Scheuer, meine Frage an Frau Barley, und uns würde es helfen, glaube ich, wenn uns allen in der Diskussion, wenn wir da eine klare, Antwort hätten. Also Sie schließen Rot-Rot-Grün nicht aus. Aber das ist noch keine Antwort, Frau Barley. Die gebe ich Ihnen gerne. Halten wir jetzt mal fest, dass Sie sich nicht festlegen wollen in der Frage. Und ich spiele das mal direkt an Herrn Höhn, der lacht. Also die Linken sind janusköpfig. Es gibt viele Linke. Jetzt ist aber Sarah Wagenknecht diejenige, die immer wieder zuletzt mit keiner klaren Wahlempfehlung für Emmanuel Macron es ziemlich schwer bis unmöglich macht, irgendwie koalitionsfähig zu sein. Wie lange will die Linke sich denn dieser Option berauben lassen durch jemand wie Sarah Wagenknecht? Herr Tauber, mit wem will denn die CDU regieren in Nordrhein-Westfalen? Mit einer SPD, doch wieder große Koalition, oder eben möglicherweise, so es denn geht, Jamaika? Und was würden Sie denn da den Grünen anbieten? Da können wir gleich fragen, ob das richtig ist, denn die wollen das ja noch nicht. Elner, der Ball liegt ja quasi bei Ihnen vorm Tor. Warum zieren sich die Grünen denn so sehr, sich auf Jamaika einzulassen? Es gibt ja gut, in der Umweltpolitik liegen Grüne und FDP weit auseinander, aber es gibt ja viele andere Themengebiete, wie zum Beispiel innere Sicherheit, da ist das. Ich finde besonders schön, unten werden noch die Wahlergebnisse eingeblendet und unten auch noch Fußball. Ah, Köln-Schalke. Nee, Leverkusen-Köln. 1-1. Schalke-HSV 1-1. Mainz-Frankfurt 4-2. Oh Gott. Linke 4-9. FDP 12,3. Ist doch schön. Alles passt. Sport. Das ist ja gar nicht so. Okay, dann bleiben wir aber beim Ausschließen und gehen zu Herrn Scheuer. Die CSU im Bund schließt auch im Moment eine Koalition mit Grünen aus. Bleibt das so? Dann gehen wir und bleiben wir beim Programm und den Personen. Frau Barley, im aktuellen Deutschland-Trend sagen 66% der Befragten, mir ist nicht klar, welche Politik Martin Schulz eigentlich wirklich will. Wann wird es jetzt konkret? Ja. Und glauben Sie wirklich, dass das zentrale Thema Gerechtigkeit
das richtige Thema ist, was zündet, wenn 81% der Deutschen ja sagen, Deutschland wirtschaftlich geht es gut bis richtig gut. Das sind Sie nach dem, was jetzt dreimal hintereinander ja letztlich passiert ist, weiter auf dieses Thema oder stellen Sie sich da breiter auf thematisch? Zukunftsfähig auf, damit also da bleiben alle was Sie davon bei. Ja? Haben. Da bleiben Sie. Okay, ja, Herr da Tauber, dann weiter zu Ihnen. Sie setzen die Union, die CDU setzt mehr auf innere Sicherheit als auf Gerechtigkeit, wenn man das jetzt mal als Überbegriffe zuspitzt. Das scheint zu funktionieren, aber trotzdem die Frage, wie stark ist die CDU, weil die CDU stark ist oder weil die SPD eigentlich wieder so im Abwind ist. Deutsche Autos und kaufen, wann werden endet Familien stärker die Politik entlassen? Der ruhigen Hand? Wann schaltet die Kanzlerin wirklich auf Wahlkampfmodus? Schauen Sie, Herr Kellner, wir haben eben ganz kurz über Robert Habeck gesprochen. Der ist der Spitzenkandidat der Herzen. Jetzt hat ihn, wenn auch ganz knapp, die Basis eben nicht zum Spitzenkandidaten gemacht. Welche Konsequenzen können Sie denn überhaupt jetzt daraus ziehen? Nochmal gefragt, um die Position von Habeck programmatisch mit einzubeziehen und die Person Habeck ein Maximum mit einzubinden in den Wahlkampf. Es wird ja eng für die Grünen. Die Schlussfrage an Sie an einem denkwürdigen Abend heute. Ist Martin Schulz noch immer der richtige Spitzenkandidat für Sie? Und wenn ja, warum? Herzlichen Dank Ihnen. Das ist nämlich das Ende schon dieser hitzigen Debatte unserer Berliner Runde am Tag eines politischen Erdbebens. Have you ever questioned the nature of your reality? Alles von dem, was ich da eben gesehen habe, war fake. Man fragt sich, die Leute, die das ernsthaft gucken, also es muss ja noch ein paar Bescheuerte geben, die das wirklich gucken, ne? Also jetzt abgesehen Millionen, von Thilo, ja. Noch so ein paar 70-jährige verknöcherte Menschen, die irgendwie in Altenburg im Altersheim das nochmal so. Und alle Hauptstadtjournalisten gucken das. Der hat jetzt nicht. Ein inhaltliches Thema angesprochen, nicht eins. Doch, eins kommt. Ich habe nämlich eine Frage ausgesondert, wo wir auch die Antwort hören. Oh. Weil das ist mir aufgefallen, weil ich glaube, die Linken sollen im Wahlkampf als Europafeinde, ne? Jetzt Achtung, Mélenchon positioniert werden. Und wir hören uns einfach mal die Frage an von Tina. Mhm. Herr Höhn, nach Pfingsten steht der Parteitag der Linken an. Wir zittern immer noch, das müssen wir noch mal sagen. Wir wissen immer noch nicht, ist die Linke jetzt in NRW drin oder draußen. Aber unabhängig davon, wird es eine klarere Positionierung der Linken geben im Umgang mit Populisten, klaren Abgrenzen Positionen wie von Marine Le Pen, wird es mehr Ramelow und Bartsch geben? Was für ein Scheiß, echt. Könnten Sie sich bitte mal von Le Pen distanzieren? Bitte was? Ja. Könnten Sie sich bitte mal von RT distanzieren, Frau Hassel? Aber Sie sind doch hier Mélenchon-Fan. Der ist doch genauso europafeindlich wie Le Pen. Ergo sind Sie europafeindlich. Oh, ist das gruselig. Das ist ja die schlechteste Politik-Scheiß-Journalismus-Sache, die wir jemals gesehen haben hier im Aufwachen-Podcast. Aber Matthias Höhn hat da nochmal geantwortet. Darum lassen wir das drin. Die einzige Antwort an diesem Abend, die wir im Podcast haben. Also, Frau Hasse, ich muss mich doch sehr wundern, weil die Frage, ob wir uns nach rechts abgrenzen, dass Sie mir die heute nun wirklich stellen, ist, also die Mitglieder meiner Partei von der Spitze bis zur Basis sind es schon immer und mittlerweile leider, weil wir einen erstarkenden Rechtspopulismus haben, fast täglich unterwegs und auf der Straße dagegen Zeichen zu setzen. Ich will das deutlich zurückweisen und Sie wissen sehr genau, und auch Sarah Wanknecht und Dietmar Bartsch haben das am Wahlsonntag erklärt, dass wir sehr froh darüber sind, dass Marine Le Pen nicht gewählt worden ist. Das ist doch unstrittig. Ja, und weil Herr Höhn, das sagen Sie jetzt nur, das müssen Sie nur sagen. Doch, dann doch eigentlich insgeheim gehofft, oder? Gehofft, geben Sie es zu. Klang nur zeitweise ein bisschen anders. Nein, das klang nicht anders, das war schon immer so. Es gibt niemanden in der Linken, der dieses Ziel hat. Okay. Und weil Sie vorhin nach Europapolitik und wirtschaftlich vernünftig gefragt haben, wissen Sie, die Linke hat keine Verantwortung für die aktuelle Europapolitik, die tragen dann andere. Und Sie Europa das nicht. Ist gerade kein Erfolgsmodell, zum Frau Hassel. Schluss. Ja, das ist ein Teil des Problems. Ja, eben. Frau Barley. Was für eine Fake-News-Produktion. Das ist ja unglaublich. Also wenn das keine Kampagne war, ja, die hier gerade entweder angestoßen oder fortgeführt wurde, dann weiß ich auch nicht. Also da muss mir niemand kommen mit,
Ach, willst du das echt Fake News nennen? Oh, ist ja ganz schön. Also das war wirklich Fake News. Das war Fake News im Sinne von, da sitzen in Berlin welche im Keller, denken sich eine Kampagne aus, ja, um die aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, zu fahren. Das ist ja unglaublich. Framing. Übel. Ich prophezeie im Bundestagswahlkampf, wenn die Linken als die Europafeinde positioniert werden. Oh, jetzt gucken wir auch noch 11 Minuten Brennpunkt. Nein, Brennpunkt und Farben erkennen. Okay. Gut, los geht's. Es ist doch, wir wissen doch, wir haben es in 4 Monaten wieder, also in 50 Folgen erst wieder damit zu tun. Okay, los geht's. Gut. Anscheinend gab es in NRW einen politischen Terroranschlag gegen die SPD. Darum musste die ARD tatsächlich einen Brennpunkt am Montag, gestern, an ihr Brennpunkt senden. Und Ellen Eni, die nächste WDR-Chefredakteurin, durfte ihn moderieren. Und sie leitet uns mal ein. Wie kann man so einen Brennpunkt beginnen? Jetzt wollen wir aber mal auf 4 echte Bilder gucken, also 4 Fotos vom heutigen Tage, die Ereignisse wunderbar zusammenfassen. Wir sehen einen strahlenden Wahlsieger in Berlin, die Chefin gratuliert. Beim Verlierer hingegen ist die Laune im Keller. Der heimliche Star freut sich, zeigt aber auch Zähne. Und per Twitter gibt's von ihm ein Selfie vom Flughafen, CDU und FDP ganz nah beieinander. Herr Albig. Kann es sein, dass Sie wegen dem Bunte-Interview verloren haben? Liebe ARD, kann das sein, dass ihr wegen eurem Bunte-Niveau überhaupt keine Zuschauer mehr habt, die in irgendeiner relevanten Gruppe außer Rentner sind? Kann sein, aber wir stehen ja nie zur Wahl. Okay. Wir sind alternativlos, ja. Ja, was für ein, also das ist wirklich, das ist eine Fake-News-Olympiade, die hier abgeschossen wurde. Das ist ja unfassbar. Also so hat der Brennpunkt begonnen. Und ich meine, es muss einen guten Grund geben, warum man Programmunterbrechungen und so weiter macht. Und dann dachte ich, na gut, was wird denn das erste Thema sein bei Brennpunkt? Und das erste Thema war, wir fragen mal die ganz einfachen Parteimitglieder, was die jetzt denken, nachdem ihre Parteien gewonnen hat. Also die ARD bei den Gewinnerbasen. Man trifft sich stilecht im Dr. Helmut Kohl-Saal. Die CDU Remscheid hat schon mit Sekt angestoßen auf ihren neuen Ministerpräsidenten Laschet. Schwarz-Gelb liegt quasi auf dem Tisch, bloß die FDP ziert sich. In Remscheid hoffen sie, dass es doch noch klappt mit ihrem eindeutigen Wunschpartner. Schwarz-Gelb ist meine Wunschkonstellation, nicht beim Fußball, aber in der Politik auf jeden Fall. Pokern gehört mit zum Geschäft, aber ich denke mal, Politik ist auch immer eine Personenwahl, ein persönliches Verstehen. Und Laschet und Lindner sind, denke ich mal, so auf einer Linie. Wenn er doch helfen könnte. Die Remscheider Christdemokraten haben Verständnis dafür, dass die FDP sich nicht unter Wert verkaufen will. Aber zu hoch sollte sie dann doch nicht pokern. Ich glaube nicht, dass wir uns in irgendeiner Form verstecken müssen oder uns von einem kleineren Koalitionspartner irgendwie in die Ecke drängen lassen müssen. Es wird schwierig sein. Die FDP wird nicht mehr die FDP sein, wie sie mal war. Sonnige Zeiten für die neue FDP. Der liberale Ortsverband Bonn diskutiert die unerwarteten Möglichkeiten und die Strategie von Parteichef Lindner. Nicht alle wollen sich die Chance auf die Regierungsbeteiligung entgehen lassen, sondern lieber mitgestalten, auch um die Wähler nicht zu enttäuschen. Der Wähler wählt keine Opposition, ja, und man soll das Thema nicht so taktisch betrachten. Der Wähler wählt, um eben die Situation in dem Land zu verbessern. Und ich glaube, die Wähler werden sich auf eine schwarz-gelbe Koalition freuen. Zusammengehen mit der CDU, da sind sich hier in Bonn nicht alle einig. Ich beiß gleich in mein Mikrofon. Ja. Also der Bericht geht los mit, dass sie sagt, hier im Dr. Helmut Kohl-Saal sitzt die CDU. Die möchte gerne an die Regierung, aber das geht nur mit der FDP. Doch die ziert sich. Angenommen, das wäre jetzt nicht nur der dümmste, sondern auch der nicht fake-newseste Bericht da nach und nach, die wir hier hören. Wenn man mit Christian Lindner jetzt mal ein ehrliches Wort wechseln würde, ja? Im Hinterzimmer vielleicht. Angenommen, wir reden jetzt mal mit Christian Lindner, ja? Herr Lindner, sagen Sie uns mal ernsthaft, wollen Sie mit der CDU regieren oder was sind so Ihre Vorbehalte? Dann würde Lindner sagen, hör mal zu. Wenn wir im Bund eine SPD-Regierung hätten, die 54 Milliarden Steuerüberschuss
einsackt. Und zwar vor allem auf Kosten von Personengesellschaften, Einzelarbeitskraftunternehmern, Ich-AGs und was es sonst noch alles gibt, dann würde ich meine Machete rausnehmen und amok durch das Berliner Regierungsviertel laufen und dieser SPD unterstellen, sie sei die schlimmste sozialistische Regierung seit, was weiß ich, irgendwas mit Kuba oder so, ja. So, jetzt ist das leider die CDU. Macht man denn jetzt, ja? Die FDP und die CDU, die sind sich inhaltlich gerade in nichts einig. In nichts. Die CDU macht gerade ein Sozialistenprogramm, ja, wenn man sich die Europapolitik anguckt, ja, Schäuble so. Ja, Herr Schäuble, wollen Sie nicht mal das Geld so ein bisschen den Leuten zurückgeben? Entweder den Deutschen, damit sie es für Konsum zur Verfügung haben, oder den Europäischen, damit sie noch deutsche Waren kaufen können. Und Schäuble so, ja, also wenn Sie mich, also ich würde vielleicht einen 5-Jahres-Plan aufstellen, ja. So einen richtig schönen DDR-5-Jahres-Plan mit Programm und dann kommt mal die Troika angefahren und macht hier mal ein bisschen Kontrolle und so, ja. Das würde ich vielleicht machen. Aber den Leuten das Geld geben, damit sie selber damit umgehen, wo denken sie hin? Ja, also CDU und FDP verbindet gerade nichts inhaltlich. Na, halt den Gedanken mal, weil darum geht's jetzt im nächsten Beitrag. Ist das wirklich so, wie Stefan sagt? Gehen dürfte was in der Wirtschaftspolitik. Bürokratie abbauen wollen beide Parteien. In die Infrastruktur investieren auch und etwas gegen die langen Staus auf den NRW-Straßen tun. Recht wenig dagegen geht beim Thema innere Sicherheit. Da will die CDU verdachtsunabhängige Personenkontrollen und mehr Videoüberwachung. Die FDP lehnt beides ab. Auch in der Bildungspolitik gibt es unterschiedliche Vorstellungen, bei der Reform des sogenannten Turbo-Abiturs zum Beispiel. Und die FDP will Studiengebühren wieder möglich machen. Die CDU ist dagegen. Ja, und insbesondere Wirtschaftspolitik, wo er eben noch meinte, ja, da geht einiges, nur bei den anderen Themen nicht. Nee, gerade bei der Wirtschaftspolitik, ja, das passt überhaupt nicht zusammen, Schwarz-Gelb gerade. Das sind zwei unterschiedliche Planeten, die da gerade miteinander versuchen, irgendwie was matt zu machen, ja, also wirklich. Möchte ich ganz lautstark bezweifeln. Wenn zwei Parteien wirtschaftspolitisch zusammenpassen, dann doch die beiden. Schäuble und Lindner würden sich gut verstehen, würdest du gerade sagen. Wenn Schäuble sagt, 54 Milliarden Überschuss und ich bestimme, wo das Geld hingeht, würde Lindner sagen, ja, ja, genau richtig. Und nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr. Lindner würde sagen, wozu die Überschüsse, können wir nicht die Unternehmenssteuer senken und dann haben wir halt aber weniger Überschüsse, weil die Unternehmen weniger Steuern zahlen. Wenn Lindner ohne irgendwelche Abstriche hier mit Schwarz-Gelb so eine Koalition, hoffentlich guckt keiner genauso, nicht zu genau in das Koalitionsprogramm, ja, ist er danach wieder bei 4%. Wirklich. Das ist inkompatibel, das muss man auch mal so thematisieren. Kann Herr Blasberg noch so viele Orgasmen bekommen, ja, weil sein toller Lindner gerade so ist, aber Lindner muss jetzt 12% verteidigen, ja. Es wird, wenn die jetzt Schwarz-Gelb machen und Schwarz führt das Programm fort, was sie bisher gemacht haben, dann ist die FDP genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Und Lindner weiß das. Also wir hatten das erste Thema, was sagt die Basis, ja. Dann gab es einen Beitrag, okay, gibt es da inhaltliche Gemeinsamkeiten. Und die erste Schalte im Brennpunkt ging vor das CDU-Haus in Düsseldorf. Gleich mal eine Katastrophe. Vor Ort ist mein Kollege Michael Heusen. Michael, stehen denn die Zeichen jetzt bei dir schon ganz eindeutig auf Schwarz-Gelb oder wird noch offiziell in alle Richtungen sondiert, wie so schön gesagt wurde, mit allen demokratischen Parteien? Das ist auch so schön, ne? Ellen Eni übernimmt die Laschet-Logik, ne? Alle demokratischen Parteien, ne? Also ohne die Linken, ja? Und die AfD, ja. Ohne die, ja, die beiden Europafallen, ja. Aber mal schauen, was der Student von Ellen zu berichten hat. Mit allen demokratischen Parteien. Die Sitzung ist jetzt vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Die Mitglieder kommen jetzt hier so tröpfchenweise raus. Und es ist tatsächlich beschlossen worden, die ersten Sondierungsgespräche sollen mit der FDP geführt werden. Aber eindeutig wurde auch gesagt, wir werden auch mit allen anderen demokratischen Parteien sprechen, also mit der SPD. Armin Laschet sagte dazu auch, eine große Koalition, wir wollen was bewegen in dem Land, da brauchen wir natürlich möglichst viel Rückgrat, möglichst viel Rückhalt auch vor allen Dingen. Ja. Perfekte Technik, Brennpunkt, alles war eingerichtet. So ein Fail. Muss man sich auch zurecht drüber lustig machen. Ich meine, in Deutschland leben 80 Millionen Menschen und die haben 140 Millionen Telefone in ihren Hosentaschen. Und die funktionieren alle makellos.
Und dann macht sie hier ein Gespräch vor Millionen von Zuschauern, die zwar alle 70 sind, aber ist egal, sind ja trotzdem Millionen. Und dann klappt das nicht. Und zwar nur, das muss man auch noch dazu sagen, weil jemand einen Hebel falsch gesetzt hat, ja, wie wir am Ende jetzt mitgekriegt haben. Was mein für ein Loser-Fernsehen. Mein Highlight aus dem Brennpunkt war, wir hören mal ganz kurz, was die Menschen in NRW, ja, in einer Stadt, die ich jetzt vergessen habe, zur Wahlniederlage von Hannelore sagen. Und echte Menschen sind dann immer noch die Besten. Ne? Was haben die falsch gemacht? Zu viele Versprechungen, die sie nicht halten. Das ist das Problem. Die hat gedacht, die kommt wieder ran. Das ist alles sicher hier in Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben sie mal angekriegt. Ich denke mal, auf das Thema Flüchtlinge bezogen, die Sicherheit, die innere Sicherheit, die einfach oft nicht gegeben war. Oder die Leute denken, dass sie nicht gegeben ist. Polizeieinsätze und so weiter. Hier ist auch genug mit Armut und alles und Dreck und alles zu tun. Und früher wurde dann doch mehr gemacht. Ich denke mal, mit den Kindergärten, mit den Schulen und so weiter, würde ich mal sagen, da hat er sich nicht richtig für eingesetzt. Wenn jetzt noch einer gesagt hätte, bla 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 bla, hätte ich gesagt, ja, genau, passt in die Reihe. Ich stelle mir nur vor, angenommen Stefan hätte den Führerschein, würde Auto fahren und dann wird er so von der ARD-Reporterin angehalten. Mhm. Hallo, hallo, Sie, hallo, können Sie mal ganz kurz anhalten, bitte. Ich muss Sie ein Mikro vors Maul stecken. Warum hat die Hannelore denn verloren? Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, das Spiel dann einfach mitzuspielen. Aber am Ende, egal was man sagt, man kann von mir sagen, ja, die Ausländer, die Schulen, ja, viel zu wenig Lehrer. Oder man sagt halt, ja, ich fühle mich auch unsicher in der U-Bahn. Oder pff, die Rente ist zu niedrig. Aber am Ende immer sagen, und Fernsehen ist auch scheiße. Einfach mit einstreuen. Apropos Scheiße, am Ende des Brennpunkts haben sie sich nochmal gedacht, okay, wir müssen jetzt nochmal Oma Erna vermitteln, dass Angela Merkel die Größte ist, die Beste, die Schönste, die Allergeilste. Und ich lasse das jetzt mal in Gänze drinne, weil ich fand das peinlich. Ellen Eni moderiert an und der Beitrag vom, Achtung, ARD-Terrorexperten Herrn Stempfle. Die Kanzlerin, sie hat in ihren bald 12 Amtsjahren nun wirklich schon die eine oder andere Krise durchgemacht. Doch mit ihrer stoischen Art ist sie immer wieder daraus hervorgegangen und sie hat sie alle überstanden. Wie macht sie das bloß? Ah. Eine unangenehme Frage in der Pressekonferenz. Auch noch zur eigenen Nachfolge geht ja gar nicht. Die Reaktion einer Angela Merkel, aushalten und im richtigen Moment eingreifen. Wir stehen jetzt vor einer Bundestagswahl, wo wir eigentlich eine Kanzlerkandidatin haben. Und insofern denke ich, dass das kein Thema ist. Nicht mal nur eigentlich. Bitte? Es ist. Sondern ganz real. Ein Strahlen, als hätte es das Grummeln in der eigenen Partei nie gegeben. Schön. Dabei kam der Führungswechsel in der SPD Anfang des Jahres wahrlich überraschend. Dazu noch der ganze Schulz-Hype und die vielen Parteieintritte beim Konkurrenten. Manche in Merkels Union wurden nervös. Sie selbst behielt die Nerven. Sie hatte schließlich ausreichend Zeit, sich in Geduld zu üben. Störfeuer in der Flüchtlingskrise aus Bayern erduldete sie monatelang. Das ist zumindest vorerst ausgestanden. Je kleinlauter die CSU, desto erfolgreicher Merkel. Sie steht auch zu ihrer Flüchtlingspolitik bis heute. Die unangenehmen Dinge, eine Debatte über Leitkultur etwa, überlässt sie schön anderen. Sie sucht die große internationale Bühne. Mit ihrer Geheimwaffe kann sie auch da punkten, abwarten und Tee trinken. Wege der Annäherung suchen oder auch Umwege der Annäherung. Geduld wird sie auch mit dem französischen Präsidenten Macron brauchen. Disziplin, die sie sich abverlangt. Ich habe mir jedenfalls auch auferlegt, nicht wie so ein Besserwisser da zu sitzen, der nun alles weiß, sondern freundschaftlich, partnerschaftlich und in großem Respekt füreinander diese Zusammenarbeit anzugehen. Landtagswahlsiege feiern? Keine Zeit. Merkel weiß, bis zur Bundestagswahl kann noch viel passieren. Also zurück ins Büro, aushalten und arbeiten. Ach, Merkel ist einfach. Ist die Beste. Ja, und man kann es auch so einfach erklären, weil es nicht so kompliziert ist. Jeder Journalist, der hier in diesem Morgens-Konferenzabend-Sendung, was machen wir dann? Lassen wir uns mal 18 Uhr überraschen. Na gut, wir wissen es ja schon 16 Uhr, okay, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit und so. Die verwechseln ja das, was sie da produzieren, mit
wie soll man sagen, so ein Selbstgespräch der Gesellschaft, ja. Also die glauben ja wirklich, sie stellen irgendwie Gesellschaft da und Merkel ruft nur so bei Seibert an, ja, was haben meine Umfragen ergeben, ja, was sagen die und die, kannst du mir den Experten nochmal ranholen, ist unser Nudging-Typ hier da, ja, ja. Die guckt gar kein Fernsehen, sondern die weiß Bescheid, ja, die macht echte Sozialforschung und so weiter und deswegen sitzt sie auch ganz ruhig da und denkt, ach naja, sagt mir einfach Bescheid, wann ich nochmal ein bisschen Chaos einstreuen muss in die Suppe, ja, damit sie ordentlich heiß brodelt. Ja. Und dann mache ich das kurz. Aber lasst mich und in Ruhe, ja. Der Brennpunkt war dann wirklich noch so bescheuert und hat sich nach diesem Feierbeitrag über Angela Merkel nochmal gedacht, okay, wir holen uns jetzt nochmal so einen unbekannten Politikwissenschaftler hinzu, der Ellen Eni einfach das nochmal bestätigt, was wir gerade gehört haben. Tillmann Meyer, Politikwissenschaftler der Uni Bonn. Wie schafft es Angela Merkel, dass sie so fest im Sattel sitzt, dass sie letztendlich aus jeder Krise herausgeht und wieder ihre Partei und die Menschen hinter sich versammeln kann? Sie ist als Weltpolitikerin, als Krisenmanagerin und als Navigationskünstlerin sozusagen unterwegs. Das beeindruckt die Bevölkerung sehr stark. Okay, sag mal 6 Millionen Zuschauer. Jetzt heben bitte mal alle die Hand, die das erwartet haben, diese Antworten. Alle. Also wirklich. Und zum Abschluss, ich habe dieses Gespräch, was dann wirklich auch nochmal irgendwie ein paar Minuten ging, zusammengefasst. Und das macht Eindruck und insofern gibt es da einen gewissen Merkel-Effekt, könnte man sagen. Im Moment ist es der Fall, einfach weil es einen gewissen Schulz-Enttäuschung, könnte man fast schon sagen, gibt. Sie sagen Schulz-Enttäuschung, was ein bisschen diesen Merkel-Effekt auch erklärt. Ja. Ich sehe so richtig Merkel im Januar in ihrem Kanzleramt sitzen. Das ist kein Journalismus, liebe Leute. Ja. Genauso, wenn Herr Korte bei Bettina Schausen steht und einfach nur das bestätigt, was sie, was ihre These ist. Genauso hier. Ja. Das ist fake. Das ist fake. Ja, ich glaube, Merkel saß so am 27. Januar in ihrem Büro, in ihrem 180 Quadratmeter Büro, stand so auf, schlenderte zum Fenster, guckte auf den Reichstag. Vielleicht hat sie von da aus auch ein bisschen, die weiß ja ungefähr, wo ist es heute, wo ist das CDF-Studio, wo sind die AD-Dinger so. Und dann hat sie gedacht, warte mal, Schulz-Effekt ist jetzt das neue Ding, ja? Schulz-Hype. Und dann guckt sie, ruft sie so ihre Christiansen, ihre Büroleiterin rein. Ja, weißt du, hier hast du auch gesehen, ne? Schulz-Effekt und so. Hm. Ich wette, im August ist das ein Merkel-Effekt. Wollen wir wetten? Und dann sagt die Christiansen so, nee, nicht mal um 5 Euro. Die Sache ist durch. Und was soll man sagen, ja? Hier, das passiert ja nicht einfach so. Hier gehen wirklich Pläne auf. Blut. Und es liegt wirklich so viel an der Dummheit der SPD. Man kann es nicht glauben, aber man kann es gut erklären. Später. Kannst du dich auch schon mal darauf freuen, Katharina Barley über Jung und Naiv. Ja. Da könnten deine Thesen bestätigt werden. Aber ja, ich erwarte nur noch das Schlimmste. Das ist gut. Wir wechseln das Thema, beziehungsweise die Sendung, weil die ARD hat sich gedacht, naja, Brennpunkt, das reicht nicht. Wir müssen noch mal über jemand anderes reden, und zwar mit ihm. Und Mike hat uns ja dieses hier gebastelt. Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulzzug noch? Schulzzug noch? Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulz, ich noch. Klar, bin dein Zauberer. Martin Schulz war zu Gast bei Farbe bekennen oder wo, wie wir das bei Aufwachen Podcast sagen, Farben erkennen. Mhm. Martin musste Farben erkennen und Reinhard Becker und Tina Hassel, 20.30 Uhr im deutschen Fernsehen sitzen sie im Hauptstadtstudio mit Martin Schulz und muss gleich einschlafen. Sorry. Wir hören einfach mal rein. Nach der Begrüßung durfte Reinhard Becker die erste Frage stellen. Stefan, möchtest du raten, was Reinhard Becker als allererstes von Martin Schulz... Sind Sie enttäuscht? Fährt der Schulzzug noch? Was haben Sie heute 18 Uhr gedacht? Wie kriegen Sie die Partei jetzt wieder zum Laufen? Das ist Montag. Achso, warte mal, Montag. Ja. Dann ist irgendwas zum Schulzzug. Ist das jetzt vorbei? Bleiben Sie noch Kanzlerkandidat? Hatten Sie einen schlimmen Tag?
Herzlich willkommen auch von mir, Herr Schulz. Herr Schulz, 3 Niederlagen in Serie. Keine weitere Landtagswahl in Sicht, um dieses Verlierer-Image zu verändern. Als ehemaliger Fußballer, SV Renania Würselen war es, glaube ich, müssen Sie ja wissen, 0-3, das ist eigentlich kaum aufzuholen. Bei den Fußballern sagt man, da hilft nur ein Wunder. Glauben Sie an Wunder? Da steht nicht 0-3. Die Bundestagswahlkampagne beginnt heute und da ist das Spiel gerade angepfiffen worden. Sie haben einen schönen Satz gerade gesagt, keine Chance, Niederlagen bei den Landtagswahlen wettzumachen, weil es keine mehr gibt. Richtig, es gibt jetzt die Bundestagswahl und die will ich auch gewinnen. Mhm. Na dann. Stefan, du hast das wieder eine Aufgabe. Du musst das nämlich mal rausfinden. Martin Schulz. Oder die SPD hat sich gedacht, wir müssen jetzt wieder neue Themen setzen. Wir müssen ein neues Framing finden. Du musst jetzt in diesem kurzen Ausschnitt herausfinden, welchen neuen Begriff Martin Schulz besetzen will. In Entwicklung, in Qualifizierung, in Ausbildung, übrigens auch in die staatliche Infrastruktur, in Schulen, die Gebührenfreiheit für die Kitas und die Schulen so ausstatten, dass die Eltern nicht die Krise kriegen, wenn ihre Kinder aus der Kita in die Schule kommen. Na? Keine Ahnung, Bildung, irgendwas, Schule, Regentropf rein oder so. Das Ding ging gerade 15 Sekunden und du hast nicht gehört, dass er dreimal Schule, Schule, Schule gesagt hat? Ja, aber ich habe auch gerade gesagt, Bildung, Schule und... Nein. Na, wie auch immer, Schule, irgendwas mit Schule. Das ist, glaube ich, so ein Schwenk jetzt, weil Sie gemerkt haben, Schleswig-Holstein, da war das Schulthema für die CDU erfolgreich, in NRW genauso. Also müssen wir es jetzt im Bund besetzen. Ja, vor allem, weil es ein schönes Bundesthema ist. Der Wahlkampf geht heute los und ich erzähle Ihnen gleich, das erste Wahlkampfthema ist eins, dafür haben wir zwar einen Bundesminister, aber der ist dafür gar nicht richtig zuständig, ist Ländersache, egal. Genau. Oh Gott. Ich habe jetzt einen Ausschnitt drin gelassen, weil dich das ja immer gerne interessiert, die Vermögenssteuer. Nee, Erbschaftssteuer interessiert mich, Vermögen ist mir egal. Aber Spiel. Dann hören wir es trotzdem an. Wie, Martin, geht ihr jetzt an die Vermögenssteuer ran? Hä? Die Frage nach der Vermögenssteuer, die wird auch kommen. Natürlich, die werden wir diskutieren müssen. Wenn Milliarden Vermögen in Deutschland übertragen werden, dann werden wir das sicher besteuern müssen. Wenn ein Haus übertragen wird in der Familie, wird das anders zu behandeln sein, als wenn ein Milliardär sein Milliardenvermögen an das Kind oder den Enkel überträgt. Da können Sie sicher sein, wenn wir konkrete Vorschläge unterbreiten. Und? Bin ich jetzt blöd? Ist Vermögenssteuer das gleiche wie Erbschaftssteuer? Wieso wird der Vermögenssteuer angesprochen und sagt dann was zum Übertragen? Also meint die Erbschaftssteuer, aber nennt sie nicht. Ja, ja. Also bin ich jetzt blöd oder ist er blöd? Die beiden. Reinhard Becker hat sie verstanden und Martin Schulz hat es verwechselt. Die beiden, Tina Hassel und Reinhard Becker, haben dann eine Theorie aufgestellt. Und damit haben sie und mussten sie Martin Schulz natürlich konfrontieren. Ich habe das mal zusammengefasst. Herr Schulz, war es nicht insgesamt ein erheblicher strategischer Fehler, die Kanzler außerhalb der Regierung angreifen zu wollen? Das stellt sich doch nach außen so dar. Die Kanzlerin empfängt heute Herrn Macron, trifft sich mit Trump und Putin und sie spielt also Champions League und sie tingeln über die Dörfer. Kurze Pause. Angenommen, er hätte damals den Außenamtsposten übernommen. Herr Schulz, war es nicht falsch, die Regierungschefin aus der Regierung heraus anzugreifen? Es weiß doch jeder, dass sie jetzt den Posten haben, der am meisten Zustimmung verspricht. Oh Gott. Mit Emmanuel Macron habe ich in der vergangenen Woche gesprochen. Ich habe das ja eben schon gesagt, das ist ein Freund von mir, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit. Warte mal, hast du nicht Amon unterstützt? Ach so, ja, ist egal. Der heute als neu gewählter Präsident die Bundeskanzlerin trifft, finde ich es pflichtgemäß des Programms des französischen Staatspräsidenten. Aber Sie sind nicht auf dem Bildtermin. Den Bildtermin hat Frau Merkel und wir sind im Wahlkampf. Der ist jetzt. Nee, ich habe nur Bildtermine, bei denen Ralf Stegner immer hinter mir steht. Weshalb sich sogar Bundestagsabgeordnete aus der SPD darüber aufregen. Frau Hassel, was kann ich tun? Ich will ja auch gern zu Macron aufs Bild. Eröffnet, sagen Sie ja selber. Nochmal nachgefragt. Wie wollen Sie wirklich gegen eine Kanzlerin, die eben diese Bühne hat, bestehen, von der 2/3 der Bundesbürger sagen, sie führt uns gut durch eine unruhige Welt? Ist das nicht von vornherein eine Belastung? Nein, auf keinen Fall. Das finde ich auch so geil. Im Grunde, ich paraphrasiere jetzt mal, was Herr Becker eigentlich die ganze Zeit sitzt, er sagt. Herr Schulz, eigentlich wollten wir gerne mit Frau Merkel reden. Jetzt ist Frau Merkel nicht als Gesprächspartnerin da. Egal, wir können sie ja zum Thema machen. Also die Frau Merkel. Die Frau Merkel macht es ja ziemlich gut.
Unsere Zuschauer sagen, die Frau Merkel macht das ziemlich gut. Frau Merkel finde auch ich ziemlich gut. Auch die Tina Hassel findet Frau Merkel ziemlich gut. Frau Merkel ist auch sehr bekannt. Frau Merkel ist übrigens auch auf dem Bild mit Macron. Und was wollen Sie jetzt hier am Tisch bei mir? Wollen Sie noch irgendwas sagen? So ungefähr stelle ich mir das vor. Was in being Reinhard Becker, ja? Ich wähle trotzdem Merkel. Genau. Ich habe mal zusammengefasst, was Tina und Reinhard denn noch so wissen wollten. Spoiler, nur Bullshit. Herr Schulz, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Themen, bei denen Sie ja jetzt konkret werden wollen, aber auch konkret werden müssen. Ihre Kontrahentin, die Bundeskanzlerin, hat heute auch vorgelegt. Die zentralen Wahlkampfthemen der Union stehen auch fest. Innere und äußere Sicherheit, Generationsgerechtigkeit, solide Haushaltsführung und Europa. Wo wollen Sie denn da angreifen? Wo wollen Sie Ihre Punkte machen? Ja, aber dann kommen wir nochmal zu den Themen. Ihr zentrales Thema, was Sie jetzt ergänzen, aber Ihr zentrales Thema ist Gerechtigkeit. Das zündet aber nicht so richtig. Wenn man jetzt die Umfragen anguckt, dann haben die Menschen eher das Gefühl, es gibt eine Sicherheitslücke als eine Gerechtigkeitslücke. Stimmt Ihre Versuchsanordnung? Nur viele verstehen eben noch nicht und selbst jeder zweite SPD-Wähler sagt das, was sie genau mit Gerechtigkeit meinen. Jetzt haben sie heute gesagt, Gerechtigkeit in Zukunft. Das klingt gut, aber so richtig versteht man nicht, was das heißt, auch jetzt. Herr Schulz, Sie wollen Kanzler werden, das werden Sie von uns, haben Sie ja schon häufiger gehört und Sie sagen es ja auch. Aber wie? Sie haben vor genau einer Woche eine Rede vor Wirtschaftsvertretern gehalten, haben quasi der Linken eine Absage erteilt. Haben Sie damit nicht schon eine Ihrer wichtigsten Machtoptionen einfach aus der Hand gegeben? Aber Herr Schulz, nochmal nachgefragt. Sie werden ja nicht davon ausgehen, dass Sie eine absolute Mehrheit bekommen. Sie brauchen also Partner. Gibt ja auch einige in der SPD, die eigentlich auch sich in der GroKo ganz wohlfühlen. Und dann könnte ja zum Beispiel auch Sigmar Gabriel Außenminister bleiben. Der ist ja inzwischen sehr beliebt. Eine große Koalition unter unserer Führung, habe ich nichts gegen. Da müssen wir mal gucken, wer dann Außenminister wird. Der Marathonlauf zur Bundestagswahl, wie Sie das nennen, wird jetzt wohl richtig hart. Das war Farbe bekennen mit dem SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt, wo die Kamera aus ist, wollte ich Ihnen noch sagen, Sie sehen ja viel ungesünder und müder aus als auf den Wahlplakaten. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, das geht mir übrigens auch so. Obwohl ich irgendwas gegen Homo habe, aber das kann ich jetzt nicht so deutlich sagen. Haben Sie Verständnis, ne? Alles klar. Gut, alles klar. Das war das Niveau eines Brennpunkts. 30 Minuten verschenkte Sendezeit in der ARD. Ja. Was soll der Scheiß? Fragen mich auch. Ein Abschluss habe ich noch. Die Frage des Tages kam in diesem Farbenerkennen-Sendungsdingens von Tina Hassel. Stefan, ich bin gespannt, ob sie dir genauso gut bzw. schlecht gefällt. Aber glauben Sie wirklich, entschuldigen Sie, Reinhard Becker, aber glauben Sie wirklich, dass Sie bei innerer Sicherheit angreifen können? Ich sage jetzt mal, die Domplatte lag in Köln und da sieht eben gerade mit Blick auf Sonntag die SPD bis jetzt nicht so gut aus. Habe ich gerade was gelernt? Die Domplatte liegt in Köln? Das wusste ich gar nicht. Ah, deswegen haben die damals auch diesen journalistischen Auftrag gehabt zu fragen, wäre die Kölner Silvesternacht auch in München möglich? Nee, weil es ist ja eine Kölner Silvesternacht. Sie wäre nicht in München möglich gewesen. Wäre dann eine Münchner Köln, Silvesternacht. Köln, NRW, SPD, die sind schuld. Nur Peter Neumann kann eine Klammer schließen zwischen Köln und München. In Köln werden 100 Frauen angegriffen und in München nur eine die Treppe runtergetreten. Also München ist viel sicherer als Köln und deswegen hat Armin Laschet jetzt gewonnen. Ich fand auch schön, dass Tina so sagt, jetzt wollen sie ja beim Thema innere Sicherheit angreifen. Das war auch noch schön. Ja. Gut, das war's von mir. Ich bin froh, dass ich jetzt mich 4 Monate lang nicht damit beschäftigen muss. Ja, wir sind auch alle froh. Ich habe auch noch was leid. Zur Landtagswahl NRW. Ich mache jetzt mal Gegenprogramm. Wir haben jetzt hier 2 Stunden. Ich mache jetzt mal Hochgeschwindigkeits-Landtagswahl-NRW-Besprechung am Heute-Journal. Clip Nummer 1. So gesehen muss man sagen, der heutige Wahltag ist für die SPD das größtmögliche Desaster. Schlimmer geht's kaum. Okay, größtes Desaster, schlimmer geht's kaum. Herr Peter Frey, Sie als Chefredakteur, können Sie es nochmal kurz kommentieren? Was ist jetzt los? Woran müssen wir uns so orientieren?
Zu lange ist Schulz inhaltlich unklar geblieben. Er hat versäumt, neben sein Thema Gerechtigkeit auch Aufbruch und Innovation zu stellen. Schließlich wirkte er zu lange, als glaube er den Schulz-Hype selbst. Da sie den Stürmer jetzt nicht mehr auswechseln kann, muss die SPD alles andere radikal in Frage stellen. Botschaft, Mannschaft, Strategie. Der Mann ist ZDF-Chefredakteur. Warum sollte man nicht mal so ein bisschen, wenn man schon die Champions League kauft, dann kann man auch sowas machen. Bisschen billiger. Warum macht Peter Frey überhaupt irgendwelche Kommentare? Warum redet er den gleichen Mist wie alle anderen? Müssen wir mal Peter einladen und fragen, würde ich sagen. Oder, ich meine, das kann man es ja auch erklären, ne? Weil Peter Frey so denkt und so argumentiert, müssen die angeschlossenen Sendungen halt das auch so machen, ja? Darum gibt es Berlin direkt mit Thomas Waldo, Bettina Schausen, weil die genau auf der politischen Denklinie sind wie Peter Frey. Ich habe mir, letzter Punkt, Landtagswahl NRW, die Wahlbeteiligung nochmal angeguckt, und zwar seit 1947 bis auf zwei Ausnahmen. Wenn die Wahlbeteiligung stieg, hat die CDU gewonnen und auch den Ministerpräsidentsposten eingenommen. Es gab beispielsweise 1975 irgendwann, also irgendwann um 75 gab es eine Landtagswahl, Wahlbeteiligung 86%. Dann geht eine sehr stetige Wahlbeteiligung nach unten bis so die 2000er. 2001 war, glaube ich, 2000 war die Wahl dann. Das war diese Phase, also da, wo die in diesen 25 Jahren, in denen die Wahlbeteiligung von über 85 auf unter 60 fiel, und zwar kontinuierlich. Das war die Hochzeit der SPD. Ja, das war so eine Art Florida. Die Leute sind gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Sie haben sich für Politik nicht interessiert, weil sie dachten, wie heißt da gerade Johannes Rau? Und dann haben wir halt den Nächsten und dann hat er einen Vorgänger, egal. Ja, da war das Ding irgendwie geregelt, da war für alle klar, hier gewinnt die SPD, gehen wir nicht hin, interessieren wir uns nicht mal für. Immer, wenn sich in Nordrhein-Westfalen die Leute für Politik interessieren, war das ein Pluspunkt für die CDU. Nordrhein-Westfalen ist keine SPD-Stube irgendwie, ja, in der man so ein Recht auf Siegen hat und so weiter. Alles Faker. Das, ich meine, das ist jetzt historisch, das ist eine Excel-Tabelle aus drei Spalten, ja, die uns das so offenbart. Da muss man jetzt nicht irgendwie Peter Korte nochmal fragen oder wie er heißt. Oder Karl Rudolf Korte. Sondern das kann man einfach, ja. Alles, was wir über die Vergangenheit von NRW gesagt haben, ist falsch. Da geht es nicht besonders politisch zu. Es ist keine automatisierte Hochburg der SPD und so weiter und so fort. Und wir haben bei der SPD und bei der CDU jeweils das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten in NRW. Die CDU hat ihr schlechtestes eine Wahl zuvor. Die SPD hatte ihr schlechtestes damals bei der zweiten Wahl 1943 oder 53 oder wann, ja. Also es ist einfach, sind halt jetzt mehr Parteien, es ist mehr Bewegung da, plus minus 8%, wie beim letzten Mal schon mal gesagt, sind da nichts Besonderes, FDP, Christian Lindner halt, ja, Kubicki eine Woche vorher und dann Lindner, ist doch klar, dass die irgendwann auch mal wieder gewinnen, solche historischen Parteien verschwinden ja auch nicht einfach. Nun gut, ich überspringe jetzt alles, was ich zum Thema SPD und warum sie verliert sagen wollte, weil das Heute-Journal, also letzte Woche war eine historische Woche. Wir hatten Macron, wir hatten zwei Landtagswahlen, wir hatten eine Steuerschätzung, wir hatten ein G8-Finanzministertreffen und in dieser Gemengelage haben wir jemanden von der SPD, der man gerne Kanzler werden möchte, und wir können es nicht den Medien in die Schuhe schieben, dass die SPD hier so ablust. Es ist zu 100% Martin Schulz schuld. Das gucken wir uns am Freitag im Detail an, weil ich kriege jetzt die Kraft nicht mehr zusammen, jetzt noch eine Stunde, weil so lange dauert es ungefähr, das zu machen. Danke. Stattdessen gucken wir jetzt andere Sachen, die auch letzte Woche in, oder nee, das machen wir auch Freitag. Wir gucken jetzt was ganz Lustiges, Republika. In der Republika ging es auch kurz um Medien. Macht Republika am Freitag. Freitag machen wir jetzt SPD. Das ist jetzt gesetztes Thema, eigenes Thema SPD. Am Freitag, ich erkläre, warum die SPD verliert und bis zur Bundestagswahl auch nichts mehr gewinnt. Ich möchte Stimmung jetzt niedrig halten, deswegen gucken wir zur Republika. Aber wir machen jetzt noch Nachrichtenrückblick, oder? Willst du echt noch Nachrichtenzeug gucken?
Ah, ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Ich habe jetzt, das ist, okay. Hab mir so schlechte Laune gemacht. Ich? Du hast jetzt selbst schlechte Laune gemacht mit 2 Stunden NRW-Berichterstattung. Okay, Bundeswehr. Ich muss wirklich loben. Das ist heute schon alle, letzte Woche war durchgehend gut. Bundeswehr verlinke ich auch deswegen, weil mein Professor Stefan Kühl bei den Sozialtheoristen heute Morgen einen Text publiziert hat zum Thema Kameradschaft. Da steht alles drin, was man wissen muss und warum es so armselig ist, dass, Rainer Arnold von der SPD jetzt irgendwie kommt und sagt, Ursula von der Leyen ist schuld. Ach, wirklich, man greift sich an den Kopf. Wahlkampf. Also, ja, ist echt schon Wahlkampf. Die Ministerin muss weg. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das ist irgendwie so seine Botschaft als Wehrbeauftragter Thema, also Wehrbeauftragtssprecher sozusagen aus der SPD. Also zur Bundeswehr war Marco Seliger, das ist der Chefredakteur einer Bundeswehrzeitschrift, die heißt Loyal, zu Gast. Und damit wir jetzt hier Bei Klaus Kleber, oder was? Ja, bei Klaus Kleber im Studio. Wir schließen jetzt Thema Fake News Landtagswahlen ab. Wir kommen jetzt zu richtigen Nachrichten, zu wichtigen Sachen. Wir hören jetzt Marco Seliger zu. Ich habe die Antworten zusammengeschnitten. Was ist los mit der Bundeswehr? Ja, es ist ein Top-Thema. Thilo ist schon dran, dass wir hier Thomas Wiegold wiederbekommen, um ihn da auch nochmal nachzufragen, weil der schreibt ja gerade auch sehr viel auf Augen geradeaus dazu. Ich finde die Antworten hier sehr gut. Es kommt genau die richtige Themensetzung rüber, die richtige Problemstellung. Nein, wir sollen jetzt nicht weiter über Ursula von der Leyen urteilen und so weiter, sondern wir hören ihm jetzt zu. Und für alle, die sich zur Bundeswehr interessieren, ja, warum nicht mal mit Marco Seliger reden oder ihm zumindest zuhören? Also, was ist da los in der Bundeswehr? Marco Seliger war viele Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem in Bosnien, in Kosovo, in Afghanistan. Ist jetzt Major der Reserve und er ist der Chefredakteur von Loyal. Hindert Sie Ihre Loyalität jetzt zu diesen Vorfällen, offen Ihre Meinung zu sagen? Nein, keinesfalls, Herr Kleber. Denn wir in Loyal äußern... Er hat übrigens in jeder Antwort irgendwann mal Herr Kleber eingebaut. Fand ich wirklich, das war so richtig, da hat man gesehen, okay, der ist vom Fach und so. Immer. Eine gerade Meinung, immer auch eine offene und ehrliche Meinung, auch wenn es nötig ist, in Richtung Verteidigungsministerium. Ist es jetzt nötig, ganz offen über rechtsextreme Umtriebe in der Bundeswehr zu reden? Ist das eine latente Gefahr, die man schon früher hätte erkennen können? Es ist immer notwendig, Herr Kleber, denn es gab in der Vergangenheit in der Bundeswehrgeschichte schon zahlreiche Fälle dieser Art, rechtsextremer Art, rechtsextreme Tendenzen. Die hat es in den 70er, 80er, 90er Jahren immer wieder gegeben. Sie waren aktiver Soldat. Sie wissen, wie das ist, wie eng man dort auch zusammenlebt und arbeitet und sich gut kennenlernt. Wie kann es dann sein, dass ein Netzwerk entsteht, ohne dass andere mitkriegen? Die treiben da was ganz Eigenartiges. Die Erklärung ist vielschichtig erklärbar, aber es gibt Erklärungen dafür. Unter anderem findet man sie in den heutigen Strukturen der Bundeswehr. Da kommen Menschen in die Bundeswehr, zu denen die heutigen Vorgesetzten nur noch eine lose Verbindung aufbauen können, weil diese Vorgesetzten, beispielsweise ein Kompaniechef, in Bürokratie ersticken, weil sie eine 41,5-Stunden-Woche haben, in der sie am Abend keine Zeit haben mehr, sich mit ihren Soldaten zu beschäftigen. Beispielsweise konnte man als Kompaniechef früher mit seinen Wehrpflichtigen mal ein Bier trinken gehen. Da gab es noch keine Arbeitszeitbeschränkungen. Das ist heute einfach aus Zeitgründen gar nicht mehr der Fall. Es gibt hunderttausende Soldaten, momentan knapp 175.000, von denen die große Mehrheit sicherlich keine Rechtsradikalen sind und auch keine rechtsradikalen oder deutschnationalen Tendenzen. Klar, aber um was Schlimmes anzurichten, das haben wir beim NSU gesehen, reicht auch eine Handvoll oder weniger Menschen. Ja, und solche Menschen werden natürlich durch die Bundeswehr auch angezogen. Das muss man leider konstatieren. In der Bundeswehr gibt es Uniformen, in der Bundeswehr gibt es Waffen, die lernen dort schießen. Das zieht solch Klientel leider an. Man muss genauer hinschauen und das gilt auch für die militärische Führung, die ich im Fall dieses Franco A. Und dieser Zelle bislang nicht vernommen habe. Außer den Generalinspekteur, die Inspekteure der Teilstreitkräfte höre ich dazu nicht. Und das gibt es, dieses Problem sprechen auch immer wieder Soldaten mir gegenüber an. Die Erfahrung eines erfahrenen Offiziers. Dankeschön, Herr Seliger. Danke auch. Also, es gibt eine soziale Eigenlogik in der Bundeswehr, wo Kollegialität in einem Extremfall, nämlich Kameradschaft, vorliegt. Darüber kann man dann mal reden. Das heißt, nicht die ganze Bundeswehr ist national irgendwie radikal eingestellt, sondern es gibt Potenziale, solche Tendenzen zu fördern. Und die muss man dann von der militärischen Führung aus beobachten und eben
je nachdem, wie man das dann macht, mit den Leuten mal reden oder so, ja, sie irgendwie einzubinden. Aber das ist halt ein Problem, wenn man so eine Familienarmee hat, in der irgendwie der Oberst gesagt bekommt, warte mal, deine Arbeitszeit 41,5 Stunden, du musst jetzt nach Hause, ja? Lass mal deine Kameraden hier, da kümmert sich jetzt jemand anders drum, weil dann entsteht der Korpsgeist woanders, nämlich nicht hierarchisch, sondern dann hat man diese kleinen Nahkampfgruppen, ja, die irgendwie abends nochmal zusammensitzen und nicht wissen, wohin mit der Zeit. Paradebeispiel für guten Journalismus im Studio und Gespräch, bei dem nicht einmal der Name Ursula von der Leyen fällt. Und selbst wenn, dann nur, ja, aber höchstens einmal, wenn überhaupt. Es ist so einfach, guten Journalismus zu machen, ja. Ich habe es ja bei Holger Klein auch schon im Gespräch gesagt. Im Grunde zu den Themen, die relevant sind, reden, ohne die politischen Minister, bei denen das auf dem Klingelschild steht, zu nennen. Schon hat man guten Journalismus, ja. Also in der Hinsicht, ich empfehle sehr, deswegen diesen Clip, lest diesen Text von Stefan Kühl, ja, das ist die richtige Herangehensweise zu solchen Themen, nicht mit irgendwelchen Verurteilungen und so weiter, weil hier liegen strukturelle und keine personellen Probleme vor. Verlinkst du den? Der ist verlinkt. Die übergroße Koalition zeigt ihre Fratze. Das ist hier ein Thema, das könnte Thilo sehr interessieren, weil ja es einen gewissen, wie soll man sagen, für Fragen in der BBK gibt es eine besondere Quelle. Und es sind kleine Anfragen im Parlament. Jetzt ist die Frage, wie geht eigentlich so eine übergroße Koalition mit super kleinen Anfragen aus der Opposition um? Wir hören mal genau, wie sich hier bei der Sachlage, die uns gleich geschildert wird, die Regierung vor dem höchsten deutschen Gericht verteidigt. Das Bundesverfassungsgericht prüft seit heute, in welchem Umfang die Regierung auf Anfragen des Bundestages antworten muss. Abgeordnete der Grünen hatten geklagt. Sie werfen der Bundesregierung vor, immer häufiger Informationen zurückzuhalten. Konkret verlangen die Grünen Auskünfte über Verkehrsprojekte der Deutschen Bahn und zur Bankenaufsicht in der Finanzkrise. Innenstaatssekretär Engelke verteidigte die zurückhaltenden Auskünfte. Zu viel Offenheit in einer Krise könne das Staatswohl gefährden. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Also jetzt verstehe ich auch die Bundespressekonferenz viel besser. Wenn die Regierung zu offen damit umgeht, was sie tut, ist das Staatswohl gefährdend. Das ist jetzt ein Zitat, und zwar von der Regierung vorm Bundesverfassungsgericht. Kann man das glauben? Also jeder, der Angst hatte damals vor einer großen Koalition, weil sie sofort übergroß wird, sollte hier genau hinhören und sich mal überlegen, bitte wie? Gut. Folge mit Hans-Christian Ströbel, hast du auch noch nicht geguckt. Da geht es sehr stark. Ja, kann ich mir vorstellen, weil Grüne und Linke sind ja diejenigen, die hier vor allem diese, also vor allem die Linken, aber die Grünen natürlich auch, ihre Anfragen stellen. Da geht es halt darum, ich meine so, ich stelle Fragen an die Bundesregierung in der BBK, du machst es im Parlament und er dann so, ja, großen Unterschied gibt es da nicht. Ja. Zwar müssen die mir antworten und dann auch noch wahrheitsgemäß, aber am Ende kommen die gleichen Antworten raus wie bei dir. Genau. Tiefenscharf zur Frage, wie gut war das ZDF-Heute-Journal wirklich letzte Woche, klären wir dann Freitag. Der Wahlkampf hat den, ja. Damit noch Schäuble. So ein Wahlkampf-Schäuble-Dingens. Ja, ich habe hier noch ein paar Clips. Ich will nur sozusagen, wenn ich sage, das Heute-Journal war gut, dann heißt das natürlich nicht zu 100%. Sondern okay. Ein paar Abstriche müssen wir schon machen. Klaus Kleber, bevor wir gleich zu Inhalten kommen, ja, also die Nachrichten in Deutschland sind immer richtig scheiße, wenn es um Trump geht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Man geilt sich immer noch dran auf, findet das irgendwie toll, dass er so scheiße ist und versucht dann noch beschisseneren Journalismus dazu zu machen, um irgendwie so Augenhöhe zu erreichen oder was? Keine Ahnung. Bevor wir dazu kommen, feiert sich Klaus Kleber hier nochmal ein bisschen. Zum Beispiel mit so einer schönen Moderation. Die Niederungen der Politik. Wollen Sie wissen, wie die wirklich funktioniert? Der Wahrheit mal ins Gesicht sehen? Dann gehen Sie am besten dahin, wo die besten Reporter und die besten Politiker ihr Handwerk lernen. In die Region, in die Kommunen, wo jeder jeden zu kennen glaubt. Und wo die Netzwerke noch im Nahkampf geflochten werden. Und wo wir vom ZDF niemals hingehen im Heute-Journal. Also ich meine, damit hat er recht. Also ich finde, wer Journalismus damit anfangen will, sollte lokal anfangen. Genau. Also so habe ich auch angefangen. Ich habe 5 Jahre lang Mecklenburg-Vorpommern Lokalreporter gemacht. Genau, bloß nicht ins Heute-Journal gehen, zu früh. Ich finde, das ist wirklich diese Moderation hier. Ja. Also er verweist hier tatsächlich auf eine andere Sendung, die nicht seine ist, nämlich irgendeine Reportage oder so. Ja.
Also er verweist wirklich mit dem, was er gerade gesagt hat, auf jemand anderen und nicht auf das heute Journal. Und ich will nochmal, diese Moderation ist schön, ja? Die Niederung der Politik, wo, das ist wirklich grandios hier, die Netzwerke noch im Nahkampf geflochten werden. Das ist dreimal verdreht, ja? Und dann, wo jeder jeden zu kennen glaubt. Also Harald Schmidt hätte seine Freude an sowas gehabt, ja? Wenn er wenn es damals schon so einen Top-Journalismus gegeben hätte. Na gut, Klaus, gib mir dir noch eine zweite Chance. Es gab letzte Woche irgendein Fußballspiel, keine Ahnung, ich bin völlig raus aus dem Fußballfeeling. Irgendwer hat Champions irgendwo League. Fußball gespielt, Champions League. Klaus Kleber hatte also wieder die Aufgabe, Klaus, hier findet Fußball statt. Du weißt, wie lange ist eine Halbzeit? 15 Minuten. Die Hälfte davon müssen wir ja Fußballberichterstattung zur ersten Halbzeit machen, also hast du noch 7 Minuten. Was? Also reichte das 7 Minuten? Dann sagt Klaus so, naja, also 7 Minuten sind sehr wenig, aber ich bin ja ein Superman. Ich schaffe also auch in 7 Minuten ein sehr gutes Heute-Journal. Wir hören mal, wie er es anmoderiert. Guten Abend, das ZDF übertrifft sich jetzt selbst und bietet Ihnen in einer Fußballpause 3 Krimis. Wow. Sie spielen in Bahrain, Washington und Deutschland. Audience Flow. Auf dem Feld, das ist ein Krimi. Und in den Nachrichten brauchen wir dann auch einen Krimi. Klaus, kriegst du das hin, uns einen Krimi zu bieten? Ja, ja, klar. Hören wir mal in einen dieser Krimis rein. Sehr gut fand ich, dass der Krimi Nummer 3 die FIFA betraf, nämlich Bahrain und so. Wir haben jetzt da so einen echten Diktator an der FIFA-Spitze. Wir gucken aber in Krimi Nummer 2. Wir lassen uns mal kurz hier einweihen. Was ist eigentlich Krimi Nummer 2? Krimi Nummer 2 ist ein Spionage-Thriller. Russische Einflüsse könnten in die Kampagne und später die Regierung von Donald Trump eingedrungen sein. Diese Story nahm letzte Nacht eine überraschende Wendung. Der Präsident schaltet den Mann aus, der ihn untersucht, den FBI-Direktor. Tatwaffe des Präsidenten ist ein Brief. You are terminated steht da. Mit Ihnen ist es vorbei. Es war übrigens Fake-Zitat, hat er nicht aufgeklärt. Da stand natürlich nicht You are terminated in dem Brief. Daniel Ponzen berichtet. Wenn es Russlands Ziel war, dass sich Amerika von innen destabilisiert, dass die Amerikaner Vertrauen in die Institutionen ihres Landes verlieren, dann sind sie schon ziemlich weit gekommen. Russlands Außenminister, ausgerechnet heute in Washington, wirkte äußerst aufgeräumt. Sie machen Witze, scherzt er, angesprochen auf den Donnerschlag vom Vortag. Trump feuert den Mann, der ermitteln sollte, ob Trumps Wahlkampfteam mit Russen kollaborierte. Also. James Comey als FBI-Chef hat die Ermittlungen geleitet. Ja, ja, ja. Das ist auch so, wenn der jetzt gefeuert wird, dann sind die Ermittlungen sofort eingestellt und vergessen, aus den Büchern gestrichen. Dann findet dann nichts mehr zu statt. Auf jeden Fall der beste Move. Das ja auch in Deutschland, ne? So läuft das ja auch in Deutschland. Wenn der BKA-Chef gefeuert wird, dann steht alles still beim BKA. Genau, da wird alles neu gemacht. Das ist das Führerprinzip. Das ist bei der FBI, beim FBI so, überall so. Lavrov war ja zum Glück in Washington, deswegen haben wir zum Glück auch noch ein paar sehr lustige Videos von ihm gekriegt, wie er nämlich die Journalisten nochmal veräppelt. Also in dem Moment, es war eine neue Information, die hat ihn auch überrascht, aber nicht hier vor der Kamera, aber er hat es nochmal schön gespielt. Ja, ihr veralbert mich gerade, oder? Ich bin hier und ihr feiert, der Typ feuert gerade den, ihr fünf Räume weiter, der hat den gerade gefeuert, ja? Und so, und kostet das nochmal schön aus. Tillerson daneben so, können wir jetzt mal gehen. Kann sich auch nicht recht helfen. Also in der Hinsicht sehr schön. Tillerson im Vergleich zu Lavrov hat Tillerson erst mit der Presse nicht so. Ja, der gibt keine Pressekonferenzen, der gibt keine Interviews. Ja, Tillerson hat nur einmal vor seinen neuen Leuten, als er dann kam, hab ich denn meinen schönen Clip? Ach hier. Hi, I'm the new guy. Ist die einzige öffentliche Botschaft, die wir bisher bekommen haben von ihm, ja, durch Zufall, weil ein Livestream lief, während er seine Leute im Außenministerium begrüßt hat, mit der Botschaft, ja, ich bin ja der Neue und so, ja, dann macht mal schön weiter und ich werde euch niemals eine Anweisung geben oder irgendwas und wir werden auch die Posten nicht besetzen. Also außenpolitisch ist das gerade super, wie es da läuft. Nun gut, jetzt ist es ja so, dass Trump tatsächlich ein bisschen blöder ist, ja. Also, nein. Nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass Trump wirklich dachte, Comey ist sein Freund und diese E-Mail-Ermittlung hat er auch tatsächlich für ihn gemacht. Hat er ihn zum Essen eingeladen und hat festgestellt,
Er will gar nicht mein Freund sein. Was ist denn hier los? Dachte, du bist mein Freund. Und dann sind die wieder auseinandergegangen und dann hat Trump so gedacht, krieg ich denn den jetzt los? Der mag mich ja gar nicht. Der respektiert mich ja gar nicht. Der glaubt hier nur, weil er in irgendwelchen Aufsichtsräten und Superjurist und überhaupt und so ist irgendwie cooler als ich oder was und nur, weil er 20 Zentimeter größer ist. Und dann hat er so seinen engeren Stab, also seinen Justice-Typ und so, ja, könnt ihr mir mal einen Brief schreiben, in dem ihr mir empfehlt, den zu feuern? Und dann musste der Deputy, Stellvertreter ran, hat den Brief geschrieben. Und Trump dann so, ja, der hat mir empfohlen, den zu feuern, also mache ich das mal. Und dann ging es aber ein bisschen schief, weil der Deputy-Typ wollte ja auch nicht, dass er jetzt schuld ist. Also hat Trump dann ein Interview gegeben und gesagt, nee, das ist meine Executive Decision gewesen. Ich habe den gefeuert, ich bin hier der Coole. Ja, ich feuer hier Leute. Und anstatt einfach zu sagen, also jetzt journalistisch, ja, der Trump ist halt blöd, ja, und alles, was wir über Loyalitätsempfinden von ihm sagten, stimmt halt irgendwie. Und er hat ihn jetzt halt aus persönlichen, niederträchtigen Gründen auch gefeuert, weil er dachte, also bisher habe ich immer Feier gesagt, da sind Leute gegangen und dann kam halt ein nächster Kandidat, ja, und haben wir wieder eine tolle Show gemacht. Nee, es ist halt jetzt irgendwie anders, er hat es nicht ganz verstanden mit FBI-Chef und so. Anstatt das einfach so zu sagen, ja, nee, traut man sich nicht. Man braucht jetzt eine große, große Erzählung. Part 1 haben wir eben schon gehört. Der Trump hatte Angst, dass jetzt die Russland-Ermittlungen so nah zu ihm kommen. Also hat er mal den Comey gefeuert. Der, also völlig absurd. Jetzt hören wir mal, Klaus Kleber fragt jetzt nach bei Ulf Röller. Ulf Röller ist ja unser Amerika-Typ. Mhm. Und dieses Gespräch könnte nicht dümmer sein, als so wie das hier abläuft. Ja? Putins Außenminister konnte das düstere Spektakel in Washington derweil aus nächster Nähe beobachten. Unter anderem gab es ein exklusives Gespräch hinter verschlossenen Türen mit Donald Trump. Was? Ulf, kommt Trump damit durch? Also ich glaube, Mensch schon, für Donald Trump ist es nicht so entscheidend, wie hier in Washington gedacht wird oder was geredet wird, sondern für ihn ist entscheidend, was seine Fans im Land von ihm halten. Und die sind ihm doch weiter treu ergeben, egal was er so anstellt. Trump hat ja einmal gesagt, er könnte jemanden erschießen und sie würden ihn weiter lieben. Und an dieser Haltung hat sich nicht wirklich was geändert. Das ist auch diese Fake-News-Scheiße. Ja, Trump hat mal gesagt, dass er jemanden erschießen könnte. In welchem Kontext, lieber Ulf Röller, hat Trump das gesagt? Ja. Guck doch nochmal in den Wahlkampf. War das vielleicht so ein Zitat oder so eine Zuschreibung? Trump hat darüber berichtet, dass er mit seinen Pollstern, ja, mit seinen Umfrageleuten geredet hat. Und die haben ihm gesagt, du bist so geil und so beliebt, du könntest sogar jemanden auf der Straße erschießen und würdest noch gewinnen. Ja, das hat er auf der Bühne wiederholt. Und seitdem gilt, ich habe gesagt, ich kann jemanden erschießen. Und meine Leute sind ihm immer noch treu ergeben. Diese Geschichte rauszuholen ist genau wie den Verlieser nochmal zu betonen. Ja, hätte mich nicht gewundert, wenn Ulf Röller selbst hier nochmal den Verlieser irgendwie rausgeholt hätte. Es gibt auf YouTube, das kriegen wir oft als Empfehlung, ich kann damit wenig anfangen, aber so langsam verstehe ich es, diesen Jonathan Pye. Kennst du den? Ja. Der macht ja immer so 10 Minuten Meinungsbeiträge und er hat eben diese interessante Rolle gefunden, die ich jetzt immer klüger finde, auch wenn ich die Videos irgendwie so schlecht finde, aber kurz nach einer Korrespondenten-Live-Schalte und er ist der Korrespondent, nimmt er sich den Ohrhörer raus und rantet dann nochmal richtig über das Thema, über das er gerade ganz formal und öffentlich-rechtlich funktionierend für die BBC reden musste, ja, rotzt nochmal so richtig einen raus. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, ja, Ulf Röller und Klaus Kleber sitzen so zusammen, Halbzeit, wir haben nur so wenig Zeit, es dauert noch ein bisschen, heute geht's später los. Ja, aber sag mal, was ist denn da los mit Trump, ja? Und dann hat Ulf Röller wahrscheinlich das genauso erzählt, wie ich das eben gesagt habe. Der ist einfach doof, der macht falsche Loyalitätsdinger, der ist einfach bescheuert, der weiß nicht, was es heißt, jemanden zu feuern. Es wurde noch nie ein FBI-Chef gefeuert, na doch einmal schon. Also es gibt dafür gar kein historisches Vorbild und so weiter. Der ist halt einfach doof und macht sowas, ja. Aber anstatt das vor der Kamera dann auch zu sagen, vor dem Publikum, nee, da holt er nochmal so komische Geschichten raus und so. Und das verstehe ich einfach nicht, ja. Warum kann man da nicht einfach aus dem Bauch heraus sowas machen, ja? Warum muss das immer so eine formale, nee, das habe ich in der Journalismusschule nicht gelernt. Ich bleibe hier formattreu. Ich erzähle lieber nochmal, wie Trump damals, auch sind zwar Fake News, aber egal. Verstehe ich warte nicht. Jetzt die ganze, nicht ich, warte die ganze, ich warte die ganze Zeit jetzt schon auf diese Szene mit den Fake News. Welche? Habe ich dir doch geschickt. Also da haben sie doch gesagt, dass ein russischer Journalist zu Putin gegangen ist und ihn angesprochen hat und er hat ohne zu fragen auf Comey reagiert. Das haben sie dann heute schon mal gesendet. Das haben sie da auch gesendet. Also wir können ja, den Clip habe ich nicht. Ich habe
Was denn? Nicht. Also Putin steht auf dem Eis und äußert sich zu Comey. Die Geschichte auf Twitter unter allen deutschen Journalisten ist, ungefragt äußert sich zu Comey und tatsächlich wurde er halt dazu gefragt. Da eh alles Fake News ist zu diesem Thema. Ich kann ja mal meine Interpretation von dem ganzen Zeug. Umso länger die Journalisten glauben, es wäre irgendwas dran an der Russland-Geschichte, binden sie ihr Engagement in dieser Geschichte, aus der nie etwas wird. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und sie kriegen mit dieser Geschichte aber Trump niemals irgendwo hin bewegt, erst recht nicht aus dem Oval Office raus. Also wird Trump immer mal wieder behaupten, die Russland-Geschichte geht ihm auf den Geist und so weiter, aber er wird unter der Hand immer nachschieben. Ja, neues Bild mit dem russischen Dingsterbums. Gestern war die Geschichte, Trump hat super geheime Informationen verraten, wir dürfen ihnen aber nicht sagen, welche, deswegen ist es wieder total glaubwürdig, ja, wenn man das so liest. Das ist auch so eine News-Geschichte. Der hat mit denen Geheimnisse geteilt. Ja. Ja, was glaubst du, was Merkel, wenn sie sich mit Obama oder dem und dem trifft, die werden doch alle gebrieft von ihren Geheimdiensten. Die Briefings sind doch dazu da, sich auszutauschen und so weiter. Das ist völlig absurd. Das ist purer Wahnsinn. Und für, ich meine, Putin, du lobst doch immer die amerikanischen Medien, die deutschen Medien ja selten, aber hört doch mal auf mit dem ganzen persönlichen Trump-Kram und guckt, was die Trump-Administration macht. Ja. Was macht die EPA? Also was macht die Umweltbehörden? Was macht die Behörde? Was macht das Ministerium? Da sind die wirklichen Wahnsinnigen und Ideologen drin. Trump hat keine Ideologie. Ja. Die anderen haben eine Ideologie. Ich will wissen, was die machen, wie die vielleicht unseren Planeten zerstören oder Amerika kaputt machen oder den Unternehmen wieder irgendwelche Sachen geben oder die Banken deregulieren. Darüber sollt ihr berichten und nicht mehr jeden scheiß Trump-Kram. Ja, für Trump ist Putin genau das gleiche wie für Merkel, das Chaos in der Welt. Das ist so ein Hintergrundrauschen, bei dem Oma Erna hier und James Blabla in Texas da sitzen und denken, der Trump, der macht das schon. Da kommen wieder die Fake News und so, ja. Man braucht halt so eine Legende im Hintergrund, die immer so ein bisschen mitköchelt, aber die, ich meine, alle aus der ehemaligen Obama-Administration haben öffentlich bekannt gegeben, in der einen oder anderen Gelegenheit, entweder im Interview oder sogar vor Ausschüssen, wir haben keine Anhaltspunkte für irgendwelche Unterstützung und so weiter. Und jetzt wird so sinnlos rumgegraben, hier Geldflüsse, da irgendwas und so. Ja? Und Trump lässt das so schön köcheln, weil er genau weiß, solange ihr Engagement da kommt nichts Justiziables irgendwann mal hoch. Ja? Die Russland-Geschichte einfach weiter kochen lassen, das stärkt mich. Bei meinen Hardcore-Wählern, von denen er immer noch welche hat, würde ihm nicht nochmal zum Präsidentschaftsdings helfen, aber es ist erstmal eine Arbeitsgrundlage. Nun gut, weil es immer so beliebt ist, Krimskramswissen. Klaus Kleber hat ja mal ein bisschen Krimskramswissen. Er hat es auch sehr schön visualisiert, aber er erklärt es auch ganz gut. Also Krimskramswissen, jetzt inhaltlich völlig aus dem Blauen. Hören wir mal zu. Plastik wurde mal als Wunderzeug verkauft und es war ein Riesenerfolg. Leider. Heute ist es überall, auch da, wo es bestimmt nicht hingehört. Endstation Ozean. Jedes Jahr landen 8 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Das entspricht für jeden Meter Strand 15 prall gefüllten Einkaufstüten. 15 prall gefüllte Einkaufstüten, das ist, würde ich mal sagen, grob geschätzt, eine gelbe Tonne pro Jahr. Eine gelbe Tonne pro Meter Strand. Also wer sich das nicht vor seinem geistigen Auge vorstellen kann, ja. Dafür gibt es das ZDF-Studio. Genau, ja, dafür ist es wirklich da, ja. Also hat mal wunderbar geklappt. Nicht der Weltraum, wie Karim Joska sagte, ist der größte Schrottplatz der Welt, sondern das Meer. Klaus Kleber hat es gesagt. Ich glaube, Klaus Kleber, alles. So, jetzt können wir noch ein bisschen Republika gucken. Es war entsprechend merkwürdig. Wundert uns auch nicht weiter. Es ging um irgendwas mit Medien, so wie es bei der Republika eben Sache ist. Es gab eine Veranstaltung mit Juliane Leopold. Ilo kann uns mal sagen, wer sie ist. Ich wollte gerade sagen, ist sie noch bei BuzzFeed? Ja, sie war mal BuzzFeed-Chefredakteurin. Dann hat sie irgendwie die Tagesschau beraten in irgendwelchen Social-Media-Dingen oder so. Habe ich noch damals meinen Shitstorm mit angeheizt. Ja, also sie... Ja. Ja, das war ja das Medium, wo ich meinen Shitstorm-Post her hatte und sie dann so, Ja.
Also Juliane Leopold ist, wie soll man sagen, eine Person, die man so kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Journalismus hinter den Fassaden auskennt. Und Aber man muss überhaupt nicht. Nee, man muss sie nicht kennen. Und wenn man sie kennt, dann mag man sie wahrscheinlich nicht, weil sie echt von einem Quatsch in den nächsten geht, ja. Mit irgendwelchen Pseudo-Themen, Feminismus hier, bla, da. Jetzt ist es gerade Fake News. Also sitzt sie auf der Republika und stellt ein Panel zusammen mit Fake News-Zeug. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es extrem hochkarätig besetzt war, aus meiner Perspektive, wenn man halt sich so für Medien interessiert. Unter anderem mit dabei Richard Gutjahr. Nun hat Richard Gutjahr seit einem Jahr extrem Stress mit Leuten, die ihm verschiedene Unterstellungen andichten und seine Familie bedrohen. Juliane Leopold zeigt gleich am Anfang, von welchem Schlage sie ist. Sie hat nämlich Richard Gutjahr nicht eingeladen, damit er was von Medien erzählt, sondern damit er seine, damit er so quasi eine Home-Story macht. Aber er weigert sich ein bisschen. Und wir hören mal, wie Juliane Leopold darauf reagiert. Denn richtig gut findet sie das nicht. Richard, fangen wir doch mal gleich bei dir an. Du sagst selbst, du kannst diesen Begriff Fake News nicht mehr hören, weil das Manipulation von Informationen schon immer gegeben hat. Nun hast du aber letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn Fakten im Netz verdreht werden. In dem Fall Fakten über deine eigene Arbeit. Magst du mal kurz umreißen, was damals passiert ist? Ungern. Sonst mache ich's. I'm sorry. Journalist. Ja, keine Ahnung. Das sind laufende Verfahren und über die will ich ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit sogar nicht reden, weil die gehören in den Gerichtssaal und nicht auf die Bühne, ganz einfach. Also Richard Gutjahr wird gefragt, kannst du mal von deiner persönlichen Geschichte erzählen? Woraufhin er sagt, ungern. Woraufhin sie sagt, ja, sonst mache ich's. I'm sorry, ich bin eine Journalistin. Also sie möchte unbedingt nachhaken, ja? Unfassbar. So, als zweites in der Runde. Sie kannte ich nicht, aber sie hat eine interessante Berufsbezeichnung. Nidal Salah Eldin ist Head of Social Media bei Welt N24. Nur wissen Auskenner, Welt N24, ist das nicht Springer? Was? Springer, ist das nicht Bild und Welt am Sonntag und Bild am Sonntag und der ganze Kram? Wir hören jetzt mal, was Frau Salah Eldin zum Thema Fake News aus dem Hause Springer heraus zu sagen hat. Gibt's nicht. Wenn wir als Journalisten, wir als Medienmacher, die wir ja auch unser Geld mit Sprache verdienen, uns diesen Begriff oder damit viel mehr gemein machen. Mhm. Ich weiß, wir benutzen ihn, um dieses Phänomen zu beschreiben und die Diskussion zu beschreiben. Aber ich glaube, die erste Amtshandlung muss heute sein, Fake News zu begraben. Ich möchte, dass dieser Begriff auf der Republika begraben wird. Also ich finde, es erinnert mich an Stefan Leifert, der letzte Woche auch getwittert hat, so, können wir mal damit aufhören, Fake News zu schimpfen und so weiter? Können wir nicht einmal sagen, das stimmt nicht, weil... Also ich bekomme dadurch, dass die ZDFler und ARDler und die Springer und so weiter sagen, hört doch mal auf mit Fake News, das tut ihnen so weh, dass Stefan eigentlich jetzt noch mehr von Fake News. Ja, nicht nur das. Also, wenn da eine Republika ist, bei der sie für sehr viele Leute irgendwas mit Medien machen und die sitzen in einem Publikum und dann sitzt eine Springerfrau auf der Bühne und sagt, ich bin dafür, dass wir den Fake News Begriff mal abschaffen, ja. Dann will ich, dass das ganze Publikum geschlossen aufsteht und Buh ruft. Aber nein, nichts davon, ja. You are fake news. So, als nächster in der Runde, Patrick Gensing. Das ist der Leiter vom Faktenfinder. Wir haben also jetzt einen Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen. Er macht sich jetzt mit einer Aussage lächerlich, bei der ich wieder sage, naja, ich bin ja ein Fan des Begriffs Fake News. Also er verspricht sich. So freudsch, ja? Also er möchte eigentlich etwas nicht sagen, was er denkt, und dann rutscht es ihm so raus. Ich als großer Anhänger des Fake News Begriffs sage mir natürlich, jawohl, du liegst absolut richtig damit. Aber hier das Publikum im falschen Moment fangen sie plötzlich an zu lachen, ja? Aus Versehen wird die Wahrheit gesagt und das Publikum lacht. Und ich denke mir so, ey, Loser. Von Umvolkung, von politischen Ideen. Ja, er zählt nochmal auf, was so alles in der Gesellschaft, mit welchen Themen er sich jetzt so befassen muss als Faktenfinder, ja. Also Umvolkung und so. Nazi-Watch. Was? Nazi? Er hat so ein Portal gehabt, wo er sich mit PD und AfD
Achso, er kommt so aus dieser Runde. Ja gut, okay, also wenn er so aus dieser Ecke kommt, hat er diese alten Themen nochmal rausgeholt. Also es gibt ja für alle, die wirklich sagen, es gibt Fake News im Sinne von, das sind bewusste Lügen, um das politische Klima zu versauen, ja. Diese Sachen zählt er jetzt auf und dann schlägt er mal eine Gegenstrategie vor. Eliten, die eine Diktatur sind und so weiter, das wurde sehr lange ignoriert und das hat nicht wirklich geholfen. Und deswegen glaube ich, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, die Politik ist gefordert, Gegenerzählungen zu erfinden, also zu entwickeln. Nein, auch wir reden von Visionen, bei denen man nicht zum Arzt gehen muss, sondern tatsächlich, dass man Utopien auch wieder entwickelt. Gerade die linke Seite hat in den vergangenen Jahren da extrem versagt. Ja, Herr Gensing guckt zu wenig BBK. Da gibt es jede Menge Erzählungen, Patrick. Herr Faktenfinder, du hast völlig recht. Diese Gegenerzählungen, die müssen hergestellt werden. Das sind fabrizierte Sachen. Was macht denn so eine Redaktion, wenn nicht aus, ja, dieses ganze Datenjournalismus-Zeug, ja? Da geht es darum, um aus irgendwelchen Tabellen mit Zahlen Erzählungen zu machen. Die entstehen nicht von selbst, die muss man fabrizieren. Damit stellt man Fake News her, aber man muss mit dem Begriff eben so umgehen, dass man sagt, okay, es ist sowieso alles Fake News, wir versuchen nur überzeugender zu sein, glaubwürdiger zu sein, aber wenn man sich nur dagegen wehrt und sagt, nein, meine Erzählung, die habe nicht ich in Schreibarbeit durch Talent und viel Zeit, das ich da reingesteckt habe, aus den Daten gewonnen, sondern das ist wie von Gott gegeben, ja, das ist so dieses, Eric Schmidt-Argument, nee, der Google-Algorithmus, der manipuliert nicht, das ist Gott gegeben, da darf man auf gar keinen Fall eingreifen. Ja, also so dieses, das ist ganz natürlich entstanden, wir haben das nur aufgelesen sozusagen, ja, das lag alles an der Quelle des Lebens, also es ist fast so eine religiöse Argumentation, ja, sich dagegen zu wehren, dass das fabriziert ist, nee, das ist alles hier Gott gegeben und so. Nun gut, es geht ja hier um Fake News, ein sehr relevanter Begriff, der die Republika dominiert, auch wenn man dann plötzlich Applaus damit hat, dass man sagt, ich würde den Begriff dann abschaffen und damit dann auch die Republika, oder was soll das genau meinen? Stefan Niggemeier macht genau das richtige Argument. Wenn man denn Fake News abschaffen wollte als Begriff, unter welcher Bedingung eigentlich? Und wir wissen schon vorher, diese Bedingung kriegen wir niemals erfüllt, weil nämlich jetzt mal genau zuhören, wer müsste diese Bedingungen eigentlich erfüllen. Und in der Hinsicht, ich schließe jetzt mich mit meiner Argumentation vollständig Stefan Niggemeiers Argumentation an und sage, ja, wir bleiben beim Fake News Begriff, es sei denn, und das formuliert Stefan Niggemeier. Ich bin sofort dafür, den Begriff Fake News abzuschaffen. Ich glaube, der ist von allen Seiten so missbraucht worden, dass der überhaupt nicht mehr hilft. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass der nicht nur von Trump und Ähnlichen gegen die Presse genutzt wird, sondern natürlich auch von der Presse so als umgekehrt als Marketinginstrument. Alle anderen sind Fake News. Wir sind die, die recherchieren. Also man muss ihn natürlich dann wirklich ganz abschaffen, den Begriff. Da bin ich sehr dafür. Vor 3 Jahren haben die Leute angefangen, durch Dresden zu laufen und Lügenpresse zu rufen. Vor 2 Jahren gab es die Gegenbewegung. Journalisten liefen durch ihre Redaktionen und riefen Fake News, Fake News. Und wenn das die Balance ist, auf der man sich eingepegelt hat, dann ist es halt so. Und dann darf auch jeder den Begriff Fake News benutzen. Es sei denn, die Journalisten legen ihn von sich aus als Kampfbegriff ab. Also wenn wir vom ZDF und in den ARD-Tagesthemen nie wieder einen Bericht über den Fall Lisa hören und was er bedeutet, dann würde ich sagen, okay, verzichten wir auf den Begriff Fake News. Solange der aber da als Kampfbegriff genutzt wird, benutzen wir ihn auch, ja. Fabrizierte Nachrichten, was sonst. Patrick Gensing führt ja hier einen sehr harten Kampf, weil so als Faktenfinder. Aber hat Stefan jetzt nicht gerade gesagt, dass du auch den Begriff missbrauchst, indem du es immer wieder ihn unter die Nase hältst? Ja, jeder missbraucht den Begriff ja in dem Sinne. Nur wenn, dann sollte halt keiner ihn miss- oder gebrauchen. Ich würde ja keine Unterscheidung machen zwischen Miss und G brauchen. Ich habe ja immer gesagt, Fake News heißt fabrizierte Nachrichten. Es gibt keine unfabrizierten Nachrichten. Nicht mal ein Livestream ist einfach so unfabriziert. Alles ist redaktionell entschieden. Wenn redaktionell entschieden wird, haben wir, was Patrick Gensing eben aus Versehen der Regierung unterstellte, eine bewusst hergestellte Erzählung. Ja? Und nicht einfach nur, ja, das ist passiert und das berichten wir. Also in der Hinsicht. In der Hinsicht stimme ich da vollkommen mit Stefan Niggemeier überein. Wenn sich alle darauf einigen, Fake News nicht zu benutzen, weil es ein Kampfbegriff ist, dann okay. Aber für mich ist es der Kampfbegriff dafür zu sagen,
ja, ihr macht Fake News, weil das sind redaktionell erarbeitete Inhalte. Das ist fabriziert und da kann man auch Fake dazu sagen, weil echt ist es jedenfalls nicht. Ja, die Unterscheidung gibt es einfach nicht. Fake, also real und Fake News, sondern dann ist schon alles Fake News. Patrick Gensing hat ja ein Problem. Er arbeitet beim Faktenfinder. Da hat er mit Publikum 70 plus zu tun. Und er weiß nicht so genau, was ist denn eigentlich mit den anderen, die wir hier nicht mehr erreichen und so. Er beschreibt es mal sehr drastisch und ich muss gleich sagen, etwas überdrastisch. Wir werden das gleich mal kontrastieren mit Klaus Kleber selbst. Aber jetzt hören wir erstmal Patrick zu. Die Frage ist ja mal, wie hoch werten wir überhaupt diese Lügenpressen? Wer ist denn das hier? Nein, wir lassen die mal durchlaufen. Diskussion und diese Vertrauensfrage. Wenn wir in Studien gucken, die wir die letzten Jahre ja hatten über das Thema Glaubwürdigkeit, ist es längst noch nicht so schlimm, wie uns manchmal die öffentliche Diskussion suggeriert. Aber es ist höchste Zeit, dass wir uns um dieses Thema kümmern und Vertrauen auch wieder zurückgewinnen. Und das können wir nur mit Transparenz. Und ich glaube, gerade wenn Fake News oder unklare Rechercheergebnisse in der Welt sind, wenn wir diejenigen sind, wo man sicher sein kann, dort bekomme ich es nochmal erklärt oder auf Faktenfinder bekomme ich nochmal den Blick von zwei Seiten, dann sind das kleine Schritte in Richtung Wiedervertrauensaufbau, indem wir mit all diesen möglichst transparent und klar umgehen. Und da, glaube ich, liegt dann schon sozusagen die Chance auch wieder in dem Thema. Also ganz kurz, wie soll denn das, also der Satz, wenn wir diejenigen sind, wo man sicher sein kann, dass... Das ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass bewiesenermaßen man dem, was die Öffentlich-Rechtlichen sagen, trauen kann. Also das ist für mich viel zu sehr so von innen betrachtet, gar nicht die Frage, wie schaffen wir es, dass Leute gut informiert sind, sondern wie schaffen wir es irgendwie, dass die Leute denken, bei uns kriegen sie das, was stimmt. Den Clip lassen wir mal drin. Ich wusste gar nicht, wo der jetzt herkommt. Aber wenn Stefan Niggemeier sagt, naja... Wenn Sie die Entscheidung haben zwischen, ich stelle Journalisten ein und ich stelle mir einen Bühnenbildner ein und Sie entscheiden sich für den Bühnenbildner, damit das blaue schön erleuchtet in den Tagesthemenstudios, nur damit es glaubwürdiger ist, aber inhaltlich ist es jetzt gar keine Aussage, warum berufen Sie sich dann darauf, dass hier jemand ist, bei dem es stimmt? Völlig zu Recht. Mal gucken, ob jetzt im nächsten Clip Patrick Gensing kommt. Also der entscheidende Begriff ist ja der Glaube. Also es ist ja wirklich fast eine religiöse Frage, über die wir sprechen. Es ist eine Frage des Glaubens. Wollen die Leute uns glauben oder wollen sie uns nicht glauben? Man kann das Ganze dann Framing nennen oder Filterblase oder wie auch immer. Es gibt eine Zahl von Menschen, die uns definitiv nicht glauben wird. Da können wir machen, was wir wollen. Das ist auch kein reines Problem der Medien. Das sind Menschen, die anderen Institutionen auch nicht glauben. Die glauben nicht der Polizei, die glauben nicht der Politik. Der Wissenschaft, genau. Das ist ein Teil von Menschen, die sich wirklich entkoppelt haben von Diskussion. Und es gibt eine Fragmentierung der Gesellschaft und diese Menschen haben sich sozusagen wirklich abgekoppelt von einem Diskurs. Also er hat ja jetzt die Polizei reingebracht, ne? Nicht nur uns betrifft das, sondern auch die Polizei. Bei der Polizei wissen wir, also da gibt es jetzt keine Glaubwürdigkeitsumfrage, aber vertrauen Sie der Polizei und so weiter, 85% ist ja so durchschnittswert, ja. Also er redet, wenn überhaupt, von 15%. So wie er das nochmal einschränkt, ja, Leute, die hier wirklich völlig abgekoppelt sind, da würde ich jetzt sagen, okay, Identitäre und Reichsbürger. Also es gibt 80 Millionen Menschen, dann gibt es nochmal 10.000, die sagen so, ich brauche meinen eigenen Ausweis, da sollte gerne König drinstehen, ich bin der König von Deutschland. Das ist jetzt irgendwie, für ihn sind diese relevanten Teile der Bevölkerung, die kleine anscheinend sind, völlig abgekoppelt, ja. Die erreicht er gar nicht mehr, der lohnt sich gar nicht mehr. Wir haben das bei Maischberger gehört. Nee, für die Jungen, da haben wir so viel probiert, das hat alles nicht geklappt, wir geben das jetzt auf, ja. Oder Thomas Lindner, hier Verlagschef der FAZ. Ja, also die Jungen geben wir mal auf, wir versuchen das noch mit so einer FAZ-Woche oder so, aber im Grunde sind wir beim Gedruckten da völlig verloren. Jetzt könnte man denken, na gut, haben sie halt eine kleine Gruppe aufgegeben. Wir machen jetzt nochmal den kleinen Kontrast, erinnern uns an Klaus Klebers Vortrag in Tübingen. Da hat er ja sehr über diesen Nachrichtentag Charlie Hebdo gesprochen und hat dann mal aufgedröselt an diesem nachrichtlich sehr relevanten Tag. Und das wissen wir, Terror in Europa, da gucken alle mal kurz öffentlich-rechtliche oder RTL-Nachrichten, Fernsehnachrichten. Wie groß ist denn jetzt eigentlich diese kleine Gruppe, die er gar nicht mehr erreicht und die von seinen Kollegen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgegeben worden, ja? Also die Zahlen werden hier genannt, wir dürfen dann alle nochmal überrascht sein, auch wenn wir sie schon kennen. Das sind also die zusammengenommenen Zuschauer von Tagesschau, 19 Uhr und RTL aktuell. Und achten Sie mal auf die Säule ganz links, 1,9 Millionen im Alter
von 14 bis 39. Nur diese 14- bis 39-Jährigen mal für sich genommen. Wenn man die einordnet in das große Feld, in dem nämlich 21,5 Millionen 14- bis 39-Jährige in Deutschland leben, dann sehen Sie, wie verschwindend gering dieser kleine orangene Tortenstückchen ist, das, die das gesehen haben. Der gesamte Rest ist terra incognita, unversorgt von einer, wie wir sagen würden, anständigen Nachrichtensendung. Das ist die Gegenwart und der Anfang der Gegenwart 2015. Zukunft. Wir reden nicht über Kids, wir reden hier über 14- bis 39-Jährige. Das sind Menschen, die voll im Leben stehen, die professionell arbeiten, die Familien haben und die eigentlich unser Publikum sein sollten. Ich frage mich ja, sind wir jetzt, hat der Aufwachen-Podcast Anteil daran, dass dieses Tortenstück noch kleiner geworden ist? Nee, größer. Ist, oder? 14- bis 39-Jährige, das ist die Altersspanne, die dir auf der Bühne sitzt. Das sind genau. Wir. Nee, mal, weiß ich nicht, ob der da noch einfällt, aber... Nein, wir. Wir Stefan auch. Oder ich. Gensing zum Beispiel, ja, der sieht mir aus wie so ein, weiß ich nicht, 37-Jähriger oder so. Wenn er da sagt, ja, da haben sich Leute wirklich abgekoppelt, ja. Online wissen wir zum Beispiel aus dieser Studie, die ich das letzte Mal gelesen habe, die der Bayerische Rundfunk da für sich anführt, also die ARD, ZDF, Online, Blabla-Studie, 3% der Bewegtbildinhalte, also Video, sind öffentlich-rechtlichen Ursprungs. Ja, also 3% ist so Mediathek, guckt man nochmal irgendwas nach. Der Rest ist YouTube, Vimeo, der ganze Kram, was weiß ich, N24, macht da nochmal was auf Welt, weil es automatisch läuft, wird es gezählt oder so. Facebook, ja. Wenn man jetzt weggeht vom Bewegtbild, dann ist ja das 3%-Ding nochmal kleiner. Also dann sind wir so bei 0,3%, ja. Also wie viel von dem, was wir im Internet auf unserem Handy und so weiter sehen, ist öffentlich-rechtlichen Ursprungs, na, weniger als 1% wahrscheinlich. Und selbst im Fernsehen, für den der Faktenfinder jetzt hier zuarbeitet und so weiter, ja, mehr als 90% der Menschen seiner Altersklasse bekommen nicht mehr mit, was überhaupt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten und bei RTL, also im Fernsehen, in den Fernsehnachrichten stattfindet. Und er, wenn er sagt, da haben sich relevante Leute abgekoppelt, ja, er meint ja noch die, die sogar noch zugucken und es scheiße finden. Also nochmal ein Teil von diesen 10%, die übrig geblieben sind, weniger als 10%, ja. Also wir haben ja eine Lage, eine existenzielle Lage, an der völlig vorbei argumentiert wird und auf der Bühne einfach behauptet wird, ja, Fake News ist ein Thema, das nervt uns echt, aber die Leute, die haben halt verloren, ja. Die haben wir verloren. Und dann gibt es aber noch 90%, also 10-mal so viele drumherum um diesen Fake News nicht Fake Kosmos, die einfach sagen, warte mal, was, ich soll jetzt Fernsehen gucken, bist du bescheuert? Ja, die setzen sich nicht mal mit Vorwürfen da auseinander. Also es ist völlig absurd. So, Klaus Kleber, na gut. Der andere hieß David Bissinger, den wir gerade gesehen haben. Das ist irgend so ein Programmchef, ich weiß gar nicht woher und so weiter. Achso, das war dieser Clip mit den Studien, na gut. Da wir jetzt einmal bei Klausi waren, hören wir nochmal kurz, was Nidal Salah Eldin von Springer noch für ein Argument machen will. Nicht ihr eigenes zumindest. Wir müssen uns einfach diese Thematik klar machen und uns auch nochmal, und das ist ein Thema, was wir heute noch gar nicht besprochen haben, über Medienkompetenz unterhalten. Klaus Kleber, ich weiß nicht, wer gestern in dem ZDF-Check-Panel mit drin war, hat auch nochmal den Punkt gemacht und das würde ich absolut unterschreiben. Wir haben ein Medienkompetenzproblem. Man kann in Deutschland seinen Schulabschluss machen, ohne jemals erfahren zu haben, wie eigentlich die Medienlandschaft funktioniert. Ich würde ja im Publikum vorher mal umfragen, wer kennt eigentlich Klaus Kleber? Na gut, er war ja da. Ach ja, Klaus Kleber war ja da, haben wir ja gesehen. Ist das der aus dem Aufwachen-Podcast? Genau. So, jetzt. Apropos Klaus Kleber. Wir springen jetzt mal eine Veranstaltung. Gab ja mehr Veranstaltungen zum Thema Fake News. Egal, was ihr jetzt gerade gleich hören werdet, ja. Es handelt sich hier um eine Veranstaltung zum Thema Nachrichten, Fake News, Politik. Also, es könnte Aufwachen-Podcast sein, ja. Dieser Slot ist so besetzt. Wir hören mal, wie er eröffnet wurde und fragen uns danach, findet die Republika nächstes Jahr nochmal statt? Und wird sie nochmal so organisiert? Und sollen wir da wirklich hingehen oder wie ist das gemeint hier? Ja, cool. Danke, dass ihr alle gekommen seid zu unserem Tinder-Vortrag, bei dem es gar nicht um Tinder geht.
Ich bin Laura. Jo, hallo, hört man mich? Ja. Okay. Ja, schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Trotz hochkarätiger Konkurrenz, unter anderem spricht Klaus Kleber parallel auf Stage 1 oder 2. Mein Name ist Jörg, ich komme aus dem Schwarzwald, das hört er vielleicht. Wir reden da ein bisschen komisch, also wenn er mich nicht versteht, dann schreit gleich ganz laut los. Und natürlich hat niemand geschrien. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich hin und schreie einfach mal ein bisschen rum bei solchen Sachen. Fake News sollte abgeschafft werden. Buh! Komm aus dem Schwarzwald, vielleicht versteht man mich nicht. Ja, man versteht dich nicht, lauter, lauter. Und dann auch gehaltvoller vielleicht. Also das war Republika. Sascha Lobos Talk ist ja noch nicht online, aus irgendwelchen Tongründen oder so. Bin ich ja noch sehr gespannt. Warum ist denn die Republika so eine Art Nabelschau geworden? Ich weiß auch nicht. Schwimm im eigenen Saft. Ja, es war eben so. Kellerveranstaltung, in dem dann, es geht ja gar nicht um Tinder, obwohl wir es reingeschrieben haben, weil wir wollen ja euch nochmal sagen, dass es im Internet sehr viel Fake News gibt, unter anderem Veranstaltungen unter dem Label Tinder, die dann gar nicht Tinder sind. Das ist also auch so ein bisschen Türklinken-Baiting oder wie das heißt dann. Also das ist völlig absurd. Na gut. Shame. 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 Beschließen wir mal diesen Podcast, in dem wir ausschließlich Scheiße geguckt haben. Ist auch ganz gut eigentlich. Nach 203 Folgen haben wir mal. Und mit Scheiße meine ich vor allem Fake News. Na gut, am Freitag setzen wir hier ein Thema. Also eins nehmen anderen und werden erklären, was mit der SPD nicht stimmt und dass die SPD vollständig selbst schuld ist. Und ich muss wirklich sagen, das ZDF heute Journal hat eine wirklich gute Vorlage gegeben, damit wir, sie hat uns das Urteil nicht gegeben, sondern sie hat uns die Diskussionsgrundlage gelegt, damit wir uns am Freitag ein Urteil darüber bilden können, warum es mit der SPD nicht klappt. Und es wird nicht unter Fake News Verdacht stehen, sondern es wird einfach unter, nehme ich diese Argumentation an, ist sie plausibel, kann ich sie gut weitererzählen, versteht man sie oder nicht. Das wird dann die Unterscheidung sein. Und es wird sehr viel erklären, sodass wir dann wieder den Kopf frei haben bis zur tatsächlichen Bundestagswahl. Apropos Kopf frei haben, lass uns noch einen Clip aus der BBK gestern gucken. Die AfD war wieder da. Und ich habe Alice Weidel mal angesprochen, warum sie denn einen Satiriker verklagt. Und das müssen wir uns mal anschauen, weil die AfD erklärt uns dann mal, wie sie mit Satire umgeht und wie das so mit der Satire und Meinungsfreiheit in Deutschland eigentlich ist. Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Jawohl, Schluss mit der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe. Ich würde noch mal gerne zum Thema Satire kommen. Frau Weidel, der Extraweil-Satiriker Herr Ehring, ich zitiere leider, hat sie Nazi-Schlampe genannt. Warum haben Sie da jetzt gegen geklagt und wie ist der Stand? Und Herr Meuthen, Sie haben diesen Ausdruck auch kritisiert. Beim Thema Böhmermann haben Sie sich für die Satirefreiheit, die totale Satirefreiheit ausgesprochen. Warum gilt das jetzt nicht? Warum ich dagegen geklagt habe, das können Sie sich, glaube ich, selber beantworten. Es ist ja Satire, darum klagt man doch nicht dagegen. Ich bin ein ziemlich humoriger Typ und ich habe sehr viel Sinn für Humor. Schweizer Humor oder deutschen Humor? Das ist die Frage. Es gibt aber Grenzüberschreitungen, auch in der Satire. Und zwar, wenn Sie sich in den Bereich der rufschädigenden Beleidigung hineinbewegen, die auch meine Sicherheitslage und die meiner Familie mit zwei Kleinkindern nachhaltig gefährdet. Wenn Sie dann noch nehmen, ja, einen Spitzenfunktionär der SPD wie den Ralf Stegner, der dazu öffentlich aufruft, das Personal, die Funktionäre der AfD zu attackieren, und nehmen dann diesen Ausdruck mit dazu, dann können Sie eins und eins zusammenrechnen, was das für... Einmal mehr danke, Ralf Stegner, auch für die schöne Flanke, die du da gegeben hast, der AfD. Für meine Sicherheit und die meiner Familie bedeutet. Darum habe ich dagegen geklagt. Davon mal ganz abgesehen,
von der guten Kinderstube, die offensichtlich nicht vorhanden ist. Ich meine da gar nicht Herrn Ehring mit, der hat ja auch ein Autorenteam dahinter. Ist einfach extrem schlechter Humor. Was soll das Ganze? Ermittlungsstand oder kann ich nicht zu sagen. Ich habe das seiner Kanzlei gegeben, die das auch in meinem Sinne abarbeitet. Ja, da Sie mich auch ansprachen, das Wesentliche hat Frau Weidel gesagt. Meinungsfreiheit ist etwas, was unsere Partei extrem hochhält. Darum müssen wir auch Schmerzen akzeptieren, wenn man über uns Dinge sagt, die wir für schwer bis nicht erträglich halten. Die Grenze ist dann überschritten, wenn es Richtung Gewalt geht. Und ich glaube, da muss man Verständnis für haben. Wir haben junge Menschen völlig irre geleitet, die uns als Nazis beschimpfen und die dann im Brustton der Überzeugung auch bereit sind, Gewalttaten zu begehen. Also mein Parteifreund Eberhard Brett ist unlängst von einem solchen jungen Mann, 18-jährig, mit dem Holzknüppel niedergestreckt worden. Und als er am Boden lag, gab es noch einen drauf, der ist im Krankenhaus gelandet. Und diese Leute schreien Nazis raus, weil die sich von solchen Satirikern wohl überzeugen lassen, bei uns handelt es sich um solche Menschen. Und da wird es dann brandgefährlich. Und deswegen sagen wir, hier müssen wir einen Punkt setzen und eine Grenze ziehen. Und das heißt nicht, dass wir nicht Geschmacklosigkeiten wie die von Herrn Böhmermann, das war völlig geschmacklos, was er gemacht hat, oder von Herrn Ehring ein Stück weit auch ertragen müssen. Aber wenn man uns in diesen Kontext stellt, der für uns dann Gefahr an Leib und Leben bedeutet, dann ist eine Grenze überschritten, wo wir einfach eingreifen müssen. Oh Gott, oh Gott. Nur mal zur Erinnerung, also Ehring hat sich ja darauf bezogen, dass Weidel die Ansage macht, politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte, und er dann so, na dann, du Nazi-Schlampe. Das ist der Kontext. Aber nein, er hat zu Gewalt angestachelt. Mhm. Ja? Und Ralf Stegner auch noch und so. Aber wir hören mal weiter. Es ging noch weiter. Frau Weidel, erwarten Sie eine Entschuldigung, und wäre es damit auch gut? Es kommt drauf an. Wenn Sie Herrn Ehring dazu bewegen könnten, fragen Sie ihn doch mal, ob er sich entschuldigen würde. Ja, wenn Sie sagen, es reicht, dann frage ich ihn gerne. Also ich akzeptiere immer eine Entschuldigung. Ja, das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben und auch mit dem guten Ton zu tun. Wenn fragen Sie ihn aber wirklich bitte. Ja, gerne. Vor allen Dingen, Herr Jung, wenn die dann genauso medial magnifiziert wird wie die Artikel am Anfang, dann ja. Denn die Richtigstellung nimmt meistens zwei Zeilen ein, während die Diffamierung über alle Zeitungen verbreitet war. Und auch noch weiter gedreht wird. Genau. Nix da, ich will da einen ordentlichen Rechtsstreit zu. Ich habe schon Popcorn bereitgestellt. Ja. Wenn der Richter fragt, ja, also das ist ja jetzt nicht ganz politisch korrekt, was Sie gesagt haben, ne? Ja, deswegen doch! Also ich bin da gespannt. Gut. Das war's von uns. Wir brauchen noch Unterstützer, Produzenten, Produktoren für Folge 205. Bitte macht das. Nur ihr haltet den Podcast hier am Leben. Ne? Wegen eurer Unterstützung gibt es uns. Und ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Jung Naiv auch. Dringender Hinweis, guckt Jung Naiv mit Sonja Kennebeck über den US-Drohnenkrieg. Und ansonsten eine angenehme Woche. Haut rein!